Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Jeder von uns kennt Leute, die Dinge sagen wie, es gibt viel zu viele Filme, das kann sich ja niemand anschauen, bis hin zu deren letzter Entwicklungsstufe von Leuten, die sagen, warum produziert man nicht einfach nur gute Filme und macht diesen ganzen Mist nicht. Dann gibt's allerdings genau die Leute wie uns Sammler, die der Meinung sind, ja, es gibt bei uns natürlich auch ein Überangebot alleine schon an neuen Filmen, aber erstens sind alte Filme viel besser als neue und zweitens, es gibt so viele Filme, die noch nicht einmal bei uns überhaupt erschienen sind und auch die brauchen irgendwie ein Zuhause in meinem Regal und das könnte man mehr oder weniger als großes Motto für das dieswöchige Sammlungsupdate nennen, denn in dieser Woche habe ich einige Dinge wieder hauptsächlich importiert aus Amerika von Vinegar Syndrome bzw. Arrow Video oder aus England von Indicator. Einige absolut krude Filmperlen, so viel kann ich schon versprechen, die wir bei uns niemals zu Gesicht bekommen haben und definitiv auch niemals zu Gesicht bekommen werden. Aus überwiegend guten Grund. Aber damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Zockis bizarrer Filmstunde. Diesen Sonntag um 17 Uhr oder deutlich früher für Kanalmitglieder. Apropos, bei einigen Leuten möchte ich mich auch diese Woche wieder mal ganz recht herzlich bedanken für die Unterstützung, die sie für meine Arbeit hier auf YouTube übrig haben. Auf der einen Seite bleiben wir gleich bei den Kanalmitgliedern. Da ist Hartwig Stolzlechner mit dabei, der meinen Kanal so sehr unterstützt, dass er sich einmal im Monat ein Quickie-Review aussuchen darf. Und im April wird das der Kultklassiker eigentlich The Changeling, aka das Grauen von Peter Medak. Das Video, übrigens auch die anderen beiden Wunschquickies für den April, sind bereits fertig und online, also für Kanalmitglieder. Alle anderen müssen noch ein bisschen warten, weil ich momentan noch einen sehr vollen Release-Kalender habe mit den ganzen Blu-ray-Checks, die kommen. Da ist auch die nächste Woche bereits fest ausgefüllt mit den Dingen, die ich von Wicked Vision bekommen habe, beziehungsweise weiß ich auch, dass das ein oder andere Paket schon auf dem Weg zu mir ist. Da wird's noch ein bisschen dauern. Aber außerdem, apropos Wunschquickie, der liebe Aston Martin unterstützt mich auch mit einer Kanalmitgliedschaft und hat sich für den April diesen, es ist schon Mai. Verzeihung, den japanischen Experimentalfilm Symbol ausgesucht, auch was ganz Spannendes. Und das letzte Wunschquickie geht quasi wieder auf die Kappe meines allerersten Supporters ever, André L., der mich über Patreon unterstützt und der sich für den April den Film McKenna's Gold ausgesucht hat. Witzigerweise ein Quickie, das bereits fertig ist, anders als sein März-Quickie zu Good. Star Trek, Raumschiff Enterprise, der kompletten Serie, daran bastel ich noch. Ich komme momentan eben aufgrund der absoluten Blu-ray-Check-Flut nicht dazu. Außerdem möchte ich mich über Patreon dann auch noch bei dem lieben Kevin Zindler bedanken, der mich da mit einer Mitgliedschaft unterstützt, beziehungsweise der auch übrigens interessante Dinge macht, wie den Wuzi Filmbuchverlag, das Art of Horror Magazin, jetzt wieder, beziehungsweise den Cine Entertainment Talk Podcast und last but not least Martin Kalis, der auf Facebook eine coole Seite namens Stars and Me hat, wo man Fotos von sich mit berühmten Persönlichkeiten austauschen kann. Und apropos Blu-ray-Check, da habe ich ja bereits quasi gespoilert, dass es da auch in der nächsten Woche wieder weitergehen wird mit den letzten Titeln, die ich zum Beispiel von Wicked Vision bekommen habe, aber damit hat das Ganze ja auch irgendwie kein Ende, denn ich habe bereits ein weiteres Exemplar bekommen, nämlich das brandneue Mediabook zu dem allerersten Christopher Nolan Langfilm ever namens Following, das uns von Pandastorm ins Haus flattert. Da ist der Blu-ray-Check ebenfalls schon fertig und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, seit gestern schon online. Falls euch der Film bzw. der Release interessiert, wäre das natürlich eine absolut coole Sache, wenn ihr da reinschauen könnt. Und damit genug der einleitenden Worte. Ich würde sagen, wir tauchen ein in zu Recht vergessene Filmverbrechen, die wir da heute überwiegend auspacken dürfen. Aber glaubt mir, es gibt einige wirklich spannende Geschichten zu hören. Deswegen ein letztes Mal Hallo und herzlich willkommen zum dieswöchigen Sammlungsupdate hier auf Playzocker Reviews. Und wir starten, würde ich einmal sagen, auf der ganz linken Seite mit dem einzigen Titel, den ich letzte Woche von Arrow Video bekommen habe.
Quizfrage. Was haben der Kultklassiker Spartacus aus dem Jahr 1960, El Cid aus dem Jahr 1961 und ein kruder Film namens Todestanz eines Killers mit Lawrence Harvey aus dem Jahr 1968 gemeinsam? Richtig, den Regisseur Anthony Mann. Gut, in den Credits von Spartacus hat man uns seinen Namen noch vorenthalten, aber er war definitiv dran beteiligt. Offensichtlich hat er allerdings auch völlig losgelöst von diesen Filmen ein paar andere interessante Dinge gemacht. So hat er hier einen interessanten Western im Jahr 1957 gedreht mit Henry Fonda, mit Anthony Perkins und mit Jason Voorhees' Mutter Betsy Palmer in den Hauptrollen, der übrigens hierzulande über Paramount tatsächlich Ende der 50er Jahre auch mit einem wunderschönen Querposter im Kino gezeigt wurde, damals mit FSK-Freigabe ab 12 Jahren, tatsächlich feiertagsfrei und nicht nur einem Prädikat wertvoll ausgestattet, hat es der Film laut Eintrag in die OFDB sogar auf ca. 645.000 Besucher gebracht, was offensichtlich für Paramount nicht genug war, um den Film dann irgendwann einmal auch auf Videokassette, DVD oder gar Blu-ray zu veröffentlichen. Da musste man jetzt auf einen Release aus Amerika warten. Da hat sich nämlich Arrow Video des Films Tin Star angenommen und veröffentlicht diesen mit einem neuen, absolut wundervoll und grenzgenial gezeichneten Cover-Artwork. Ich liebe dieses Design. Es gibt kaum mehr, was man darüber sagen kann. Vor allem, es ist ein grundsätzlich recht einfach aufbereitetes und gestaltetes Motiv, das jetzt nicht unbedingt wahnsinnig viel Action und Explosionen verspricht, die auch gut in einem Western aus den 50er Jahren nicht unbedingt dazu passt hätten. Aber ich liebe die Strichführung, die Linienführung, die Art, wie die Charaktere hier schön detailliert dargestellt werden und werden im Hintergrund teilweise ein bisschen in eine Art aquarelligen Farbverlauf verfallen, wie hier unten dann auch noch einige schöne Details dazukommen ins Bild. Das ist einfach ein wundervolles, absolut großartig durchkomponiertes Bild. Wir wechseln dann einmal hier über den Spine, wo sogar noch eben das Frontcover-Artwork fortgesetzt wird, dann auf das Backcover. Das ist ein wunderschönes Farbspiel. Ganz ehrlich, das ist von dem äußeren Package-Design sicherlich eine der schönsten Veröffentlichungen, die uns Arrow Video, naja, eigentlich fast jemals serviert hat, mit diesem großartigen Artwork von Sam Hadley. Dazu erfahren wir hier noch ein paar Details über den Release. Wir haben es natürlich wie bei den Paramount-Titeln von Arrow Video üblich mit einem Region Code A Release zu tun, der nicht auf regulären deutschen Playern abspielbar ist. Einer, der auch jetzt nicht von Arrow Video neu oder sonst irgendwie restauriert wurde, sondern einfach nur aus dem Archiv von Paramount übernommen wurde. Und wir können dann einmal hier, nachdem wir gesehen haben, dass das eigentliche Kitcase grundsätzlich hier dasselbe Artwork bietet wie außen, einen Blick ins Innere werfen. Auch auf der Disc gibt's das neue Motiv. Dafür wartet hier allerdings auch noch ein Wendecover-Motiv auf uns, das, ja, genau, gar nichts kann. Wir sehen hier quasi einfach eine Lobbycard oben, eine weitere kleinere Lobbycard unten mit ein paar Texten drauf. Das Ganze in wundervollem Uringelb oder sagen wir mal im Halb-Ikea-Gelb. Das ist ein Artwork, das nicht unbedingt meinem Geschmack entspricht. Irgendein altes Original-Kinoplakatmotiv zu dem Film halt. Aber was ich in dem Fall wesentlich spannender finde, ist die Tatsache, dass wir dann eben hier mit diesem Motiv auf der Rückseite auch tatsächliche alte Lobbycards bekommen. Hier bekommen wir den Fotoaushangsatz, der, nehme ich einmal an, so in den amerikanischen Kinofoyers zu finden war. Aber das ist an der Stelle nicht alles an Goodies und Beigaben, was uns Arrow Video serviert. Far from it quasi. Denn wir bekommen auch bei diesem Film ein Poster, ein sehr kleines Poster, muss man dazu sagen, ein Bibi-Bustilein quasi. Auf der einen Seite mit dem alten Motiv und auf der anderen Seite hier mit dem großartigen neuen Motiv. Aber auch damit noch nicht genug. Es gibt auch ein Booklet, auch hier übrigens mit einem wunderschön gezeichneten Cover-Art, das wirklich fast ein bisschen so ausschaut wie so ein alter Bastei-Schund-Roman, könnte man eigentlich fast sagen. Gefällt mir als alter John Sinclair-Fan natürlich auch wahnsinnig gut. Wir haben fast 40 Seiten an Booklet bei diesem
Release mit dabei, mit einzelnen Szenenfotos, die übrigens allesamt in wirklich fantastischer Druckqualität vorliegen, beziehungsweise dann den klassischen Essays, die wir von den Releases von Arrow Video gewohnt sind. Alternative Plakatmotive, Zeitungsartikel, Werbematerialien, diese ganzen Werberatschläge hier international. Das ist wirklich eine tolle Sammlung an Goodies und an Informationen zu diesem Film. Hier steht auch eben, das HD Master wurde so wie es ist von Paramount zur Verfügung gestellt. Ich glaube ehrlich gesagt, Paramount, man darf ja wirklich froh sein momentan, dass die ihren Lizenzkatalog überhaupt geöffnet haben und dass da internationale Boutique-Labels darauf zugreifen können. Ich glaube, dass die relativ schwierig sind in der Kommunikation und relativ wenig erlauben, im Sinne von teilweise eben neue Artworks bis hin eben zu neue Remasters und so weiter, dass man echt bei diesen Filmen über alles froh sein muss, was man bekommt und über nichts Böses sein darf, was man nicht bekommt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es in dem Fall ein derartig großartiges, neu gezeichnetes Cover-Artwork geben darf und bin echt eigentlich, vor allem aufgrund des Casts, ziemlich gespannt auf The Tin Star. Indicator hat auch im Jahr 2023 wieder einige vergessene Filmperlen ausgegraben, um die dankenswerterweise dann gleich im Jahr 2024 in einer Aktion verheizt, weswegen ich jetzt hier drei neue, ich sage mal Standard Limited Editions aus dem Katalog von Indicator in meine Sammlung neu aufgenommen habe. Der erste Titel heißt Song of Songs und ist mit Marlene Dietrich in der Hauptrolle. Der Film wurde von Ruben Mamoulian im Jahr 1933 gedreht, wobei Mamoulian auch der Regisseur ist, der 1963 eigentlich Regie führen sollte bei dem Film Cleopatra, der dann allerdings gefeuert und durch Joseph Mankiewicz ausgetauscht wurde. Er hat außerdem 1940 den Film Im Zeichen des Zorro mit Basil Rathbone gedreht. Wir bekommen bei diesem Film übrigens einen, der auch hierzulande ausgewertet wurde. Wir haben deutsche DVDs bekommen von Universal, die sogar mit einer deutschen Synchro ausgestattet sind. Allerdings sind das die einzigen Fassungen, die von diesem Film in der OFDB eingetragen sind, weswegen nicht ganz klar ist, wann und in welcher Form dieser Film ursprünglich dann zu uns gekommen ist. Wir bekommen quasi ein klassisch gezeichnetes altes Kinoplakatmotiv hier auf der Hülle, können dann natürlich hier nachlesen, erfahren, dass es sich um ein High Definition Remaster handelt, wobei es eben auch wenig Details darüber gibt, aus welcher Zeit beziehungsweise eben aus welcher Quelle dieses Master ist. Wir bekommen dann im Inneren klassisch, wie von Indicator gewohnt, ein weiteres Motiv dann hier auf dem Keepcase. Das muss man eigentlich zugeben für 1933 schon ein bisschen explizit ist. Ist das wirklich Marlene Dietrich, die da gerade mit dem Sumpfmonster kuschelt? Das ist interessant, sehen wir übrigens auch auf der Disc dieses Motiv. Vielleicht bekommen wir dann tatsächlich im Booklet noch ein bisschen einen klareren Blick auf das. Wir können da ja mal einen Blick drauf werfen. Das Ganze sogar ausgestattet mit vereinzelten Setbildern, Fotos von hinter den Kulissen, was sicherlich bei Filmproduktionen aus den 30er Jahren zu einer absoluten Sensation zählen muss, dass man das überhaupt noch bekommt, weil sicherlich nicht bei allzu vielen Filmen solche Aufnahmen und Details überhaupt erhalten sind. Wir bekommen hier ein paar weitere Bilder. Was ich dabei Indicator immer sehr schätze, ist, dass sie diese Bilder beschriften, dass man eben auch die Darsteller zum Beispiel wiedererkennt, dass es dazu dann auch ein paar interessante Essays meistens gibt mit Informationen zu dem Film, dessen Release und weiteren Details. Grundsätzlich auch hier wieder in Schwarz-Weiß aufbereitet, so wie das Indicator bei den meisten Releases macht, wobei das finde ich bei diesem Titel eigentlich ganz besonders gut passt, weil, naja gut, der Film ist aus 1933, der ist auch in Schwarz-Weiß, aber Indicator macht das eben auch bei Titeln, die jetzt nicht standardmäßig in Schwarz-Weiß wären, hat aber, wie ich finde, trotzdem keine schlechte Ästhetik. Und wir können an der Stelle gleich einmal wechseln zu dem nächsten Titel, der uns hier erwartet, nämlich einer namens Thunderbolt. Das ist ein Film mit George Bancroft in der Hauptrolle. Der ist
Aus dem Jahr, das ist der falsche. Es gibt nämlich noch einen weiteren Thunderbolt, einen Kurzfilm, eine Kurzfilm-Kriegs-Doku aus dem Jahr 1947, wo dann James Stewart mit dabei ist als Sprecher. Dieser Film dürfte aber dann wohl die Alternative aus dem Jahr 1935 auch nicht sein. 1929, ein Film, der scheinbar nicht einmal in der OFDB eingetragen ist. Und das, obwohl eben mit Fay Wray zumindest eine sehr bekannte Darstellerin aus dem Original King Kong-Film ist. Ach hier, sie nannten ihn Thunderbolt, hieß der Film von Josef von Sternberg, der beispielsweise auch andere Werke vollbracht hat, wie Düsenjäger im Jahr 1957, nämlich Jet Pilot, interessanterweise, den wir, glaube ich, in Amerika von Arrow Video als Blu-ray bereits spendiert bekommen haben. Ach nein, da gibt es eine deutsche Blu-ray von Explosive Media, die sich da offensichtlich immer das haben. Nein, die John Wayne Collection, alles klar. Aber Der Teufel ist eine Frau. Ist meine Aussage, ist ein Filmtitel. Außerdem die scharlachrote Kaiserin, Shanghai Express, Blonde Venus, Entehrt, Herzen in Flammen sind so weitere Sternberg-Filme, die wir bekommen haben. Da gab es, glaube ich, sogar eine eigene Sternberg und Dietrich Powerhouse Edition in England, eben auch von Indicator. Da wundert mich nicht, wie sie dann eben auf die Idee gekommen sind, dass sie auch noch weitere Filme mit ihm bringen. Das ist hier das klassische Kinoplakatmotiv. Ich mag an der Stelle in erster Linie eigentlich, wie cool dieser Titelschriftzug hier auf dem Frontcover aussieht. Und wir können dann einmal einen Blick auf das Backcover werfen. Auch hier erfahren wir, dass es sich um ein Limited Edition Remaster handelt, das uns Indicator hier auf der Blu-ray serviert mit dezentem Bonusmaterial, sogar aber ein 90-minütiges Audio-Interview mit Fay Wray aus dem Jahr 1990, beziehungsweise auch neu produzierte Goodies. Durchaus, hallo, eine coole Sache, wenn wir hier die Disc entfernen, dann sehen wir, es schaut übrigens auf, ich weiß nicht, wenn der Innenring noch da ist, schaut das ein bisschen nach HC Strache aus. Aber auf jeden Fall eine relativ cool gemachte, comichafte Optik mit diesen roten und gelben Blitzen und diesem Verzerreffekt bei dem Namen von Bancroft. Natürlich auch die Tatsache, dass dieser Farbstil dann über die gesamte Wendecoverfläche durchgezogen wird. Das ist eine wirklich coole Alternative, die mir persönlich wahnsinnig gut gefällt. Dazu wechseln wir dann gleich einmal auf und in das Booklet, das natürlich auch bei diesem Film wieder in Schwarz-Weiß gehalten ist. Auch bei dem Titel kommt die Indicator wieder ein Setfoto bekommen, offensichtlich von einem der Techniker, der gerade im Klo sitzt oder irgend sowas. Auf jeden Fall werfen wir hier einen Blick durch das Booklet. Es ist wirklich unpackbar, wie die Leute damals ausgesehen haben. Etwas, das sicherlich in 100 Jahren niemand über uns jetzt sagen wird. Aber wir blicken durch das Booklet mit den üblichen Schwarz-Weiß-Fotos, mit den Essays, die wir hier bekommen, wie ich finde, standardmäßig aufgebaut, so wie das auch bei den anderen Indicator-Booklets der Fall ist. Und eigentlich optisch für mich immer ziemlich ansprechend, muss ich zugeben. Ein cooles Bild da links. Gefällt mir relativ gut und wir können dann gleich einmal zum nächsten Sternberg-Film wechseln, nämlich Jet Pilot, produziert von Howard Hughes, der dann als Spy Nummer 293 erscheint. Dabei bekommen wir jetzt hier auf dem Frontcover einmal dasselbe Coverbild, das wir, glaube ich, auch auf der deutschen Blu-ray haben mit John Wayne, nur spiegelverkehrt und der restliche Hintergrund ist ein komplett anderer, aber man könnte eben das Bild von John Wayne entdecken. Hat den Film im Jahr 1958 auch in die deutschen Kinos damals gebracht. Der lief nicht feiertagsfrei mit FSK-Freigabe ab 12 Jahren und erschien dann eben über Koch Media, beziehungsweise später dann über Explosive Media, auch bei uns auf DVD, beziehungsweise auf Blu-ray. Ich persönlich finde hier das Cover-Artwork von Indicator auf jeden Fall deutlich cooler als das, was wir damals in Deutschland gesehen haben, weil ich finde, dass dieses Rote, vor allem in Kombination mit dem Gelben, auch wenn es hier einen relativ harten Bruch gibt, wo das Artwork quasi einfach aufhört und dieser gelbe Banner anfängt, eigentlich relativ schick aussieht, relativ tolle Signalfarben wir hier eben auch haben und wechseln auch hier dann
Auf das Backcover, Earth-shaking, sky-shattering. Das klingt auf jeden Fall relativ cool. Beziehungsweise finde ich interessant, dass wir den Film hier in zwei verschiedenen Fassungen bekommen. Die vom Regisseur bevorzugte und geplante 1,37:1 Fassung, beziehungsweise dann die gemattete 1,85er Fassung, wie der Film dann letzten Endes auch in den Kinos gezeigt wurde. Die 1,85er Version ist übrigens die einzige, die wir eben bei uns auch auf der deutschen Blu-ray finden, beziehungsweise auch auf der alten deutschen DVD. Die Originalfassung wird jetzt hier das erste Mal veröffentlicht und interessanterweise laut OFDB lief der Film damals in den deutschen Kinos im Bildformat 2,00:1, was ich jetzt allerdings als, sagen wir mal, fragwürdig abtun würde, ob diese Information jetzt wirklich 100% korrekt ist. Aber wir bekommen dann im Inneren ein, wie ich finde, grandioses alternatives Plakat. Ich liebe das ist nämlich vom Farbstil her irgendwie auf eine drollige Art und Weise vergilbt, wirkt irgendwie so, als wäre das jahrelang in einem verrauchten Kinofoyer gehangen, ist ein bisschen vergilbt, die Farben sind ein bisschen ausgeblichen, aber man erkennt trotzdem noch, dass die zugrunde liegende Zeichnung einfach absolut wunderschön ist und wir hier die beiden Hauptcharaktere einfach großartig präsentiert bekommen. Dazu natürlich auch hier derselbe Farbstil, der dann über den kompletten Innenraum von dieser Veröffentlichung durchgezogen wird. Das ist wirklich eine wundervolle Sache. Wir wechseln dann hier zum Beispiel auch noch einmal auf das Booklet mit ein paar Fotos. Hier auch wieder eines der ganz, ganz seltenen Set-Fotos von dem Film. Es ist wirklich unpackbar, was für gigantische Maschinenkameras damals waren. Und heutzutage werden Filme über eine GoPro ins Kino gerotzt. Das ist halt irgendwie auch falsch. Wir blättern natürlich an der Stelle mal kurz durch das Booklet, werfen einem ansatzweise mal kurz einen Blick auf die Szenenbilder des Films, auf weitere Setfotos mit gigantischen Kameraanlagen beziehungsweise eben die Essays, die von Indicator für diesen Release natürlich allesamt dann neu geschrieben wurde oder geschrieben haben lassen wurden, wie auch immer. Das macht auf jeden Fall wieder einen tollen Eindruck und damit muss ich sagen, dass dieses kleine, ich sage jetzt einmal Mini-Update mit dem, das ist auch wirklich schön, auch wenn es wahrscheinlich eher eine Fotokollage ist mit den Bildern und nicht unbedingt zwangsläufig gezeichnet wäre es wahrscheinlich noch geiler. Kleines Mini-Update an den Standard Limited Editions von Indicator diesmal, aber sowas kann halt passieren, nicht wenn man quasi den Sale auslässt, sondern wenn man alles andere, was es im Sale gibt, einfach schon in der Sammlung hat. Wir alle kennen die klassische Rule 34 im Kino und für diejenigen, die bis jetzt glücklich genug waren, immer die sichere Suche aktiviert zu haben, helfe ich natürlich gerne aus. Rule 34 besagt, anything that can be fucked will be fucked. Und das ist allerdings womöglich etwas, das man nicht unbedingt dann zur Anwendung bringen sollte, wenn man einem spitzzähnigen Ungetüm aus den Untiefen der Hölle gegenübersteht. Das könnte dazu führen, dass man dann selbst irgendwo Löcher hat, wo man keine Löcher haben will. Aber apropos keine Löcher haben wollen, das trifft natürlich auch auf uns Filmsammler zu, in unseren Regalen, wo wir am liebsten Dinge vollständig haben werden. Wollen. Das ist allerdings relativ schwierig, wenn es Dinge gar nicht vollständig gibt. Jean Rollin hat nämlich beispielsweise bei über 50 Filmen Regie geführt, von denen natürlich einige nicht einmal bei uns veröffentlicht wurden. Ein Beispiel dafür ist The Rape of the Vampire aus dem Jahr 1968. Ist das ein Film, der zwar vor Ewigkeiten von Electro City in einer limitierten großen Hardbox erschienen ist, war damals die Vampire Collection Nummer 2 für diejenigen, die das noch interessiert, aber natürlich damals nur im französischen Originalton mit optionalen englischen und deutschen Untertiteln. Es gab damals in England noch über Redemption eine geschnittene VHS-Fassung von dem Film, wo die Auspeitsch-Szene am Strand gefehlt hat. Außerdem war der Film dann noch seltsam bebalgt mit den Widescreen-Balken, die nicht gleichmäßig gesetzt werden. Also, da lief ziemlich viel falsch. Aber im deutschsprachigen Raum gab es diesen Film nie und es ist
eher unwahrscheinlich, dass The Rape of the Vampire irgendwann einmal bei uns erscheint, außer es geschieht ein Wunder und Wicked Vision synchronisiert diesen für ihre Jean Roller Collection noch einmal extra neu. Master dürfte es ja in diesem Fall geben, denn immerhin hat Indicator den Film nicht nur als Standard Blu-ray Limited Edition, sondern als 4K UHD veröffentlicht. Genauso wie übrigens auch einige andere Jean Roller Filme, wobei ich an dieser Stelle mal ganz kurz auf etwas aufmerksam machen möchte. Wie zum Teufel ist das möglich, dass Indicator hier mehrere Jean-Roland-Filme in quasi identischen Schubern veröffentlicht, sowohl in 4K als auch auf Blu-ray, und es dabei nicht schafft, dass alle diese Schuber gleich hoch sind. Das wirkt irgendwie so randommäßig in irgendeiner Werkstunde im Kindergarten gemacht und nicht nach der Arbeit, die man sich von einem professionell agierenden, international tätigen Filmlabel erwarten würde. Aber wir schauen jetzt dann einmal einen Blick hier auf diese weiteren Teile von dem Release. Wir haben es hier mit einer auf 6000 Stück limitierten Edition zu tun, wobei es von diesem Set eben auch noch Auflagen in England beziehungsweise eben in Amerika gibt, wobei eben die 6000 UHDs und 4000 Blu-rays sich auf beide Länder erstrecken. Es gibt ein neues Bonusmaterial noch mit dabei. Natürlich ist auch hier neben einem Archiv-Audiokommentar von Jean Roller persönlich eigentlich nur die Originalsprache mit englischen Untertiteln mit an Bord. Aber dafür gibt es, wie ich finde, ein absolut geniales Cover-Artwork. Das ist auch das alte französische Originalplakatmotiv unter dem Titel Viol de Vampir, wobei es hier noch ein bisschen mehr Ausgestaltung gibt. Das Ganze ist dort in Blutrot, in einem eigentlich ziemlich schön gestalteten Rahmen zu sehen gewesen und wurde hier mit derselben Zeichnung, aber einfach nur auf diesen schwarzen Hintergrund gesetzt, was etwas einfacher, aber trotzdem irgendwie nicht uninteressant aussieht. Wir können dann einmal einen Blick auf den Inhalt werfen. Wir merken, dass Indicator auch in dem Fall eben uns auf der Verpackung komplett vorenthält, welche Version von diesem Film wir jetzt da gerade eigentlich in unserer Sammlung haben, was einfach bedeutet, dass sie mit Ausnahme von diesem kleinen Ding hier nichts extra produzieren müssen für die beiden Versionen, denn selbst hier auf dem kleinen Digipack mit den weiteren technischen Details zu diesem Release gibt es keinen Hinweis darauf, ob das jetzt eigentlich gerade die 4K oder die Blu-ray ist. Wir bekommen übrigens dann das original französische Kinoplakatmotiv absolut perfekt. Auf dieser Mini-Digipack-Version finde ich wirklich wunderschön gezeichnet, wunderschön ausgestaltet. Aber eben dasselbe gezeichnete Motiv, das wir dann auch außen haben, dazu ist deppert, wo wir gerade beim Kindergarten waren. Das ist quasi offensichtlich der Beweis dafür, dass Werner Petrell bereits damals in den 60er und 70er Jahren Plakate gemacht hat. Wir bekommen dann auf der rechten Seite eben die Disc, unterhalb davon nur einen kleinen Blick auf einen Friedhof, aber auf der Disc eben noch einmal das Hauptmotiv, hier dann der einzige Indikator, natürlich darauf, um welche Fassung es sich handelt, in meinem Fall logischerweise die 4K UHD, aber wir bekommen bei diesem Release dann auch noch ein richtig fettes Booklet mit dabei, wo wir zu diesem Film, können wir natürlich gerne auch einmal ein bisschen durchblättern, einige Informationen bekommen. Auf fast 80 Seiten gibt es eben hier einige Essays zu dem Film, beziehungsweise ganz besonders interessant dann natürlich auch vor allem die Szenenbilder für diejenigen, die da jetzt einmal einen ersten Blick drauf werfen wollen, um zu sehen, ob das ein Jean-Roland-Film nach ihrem Geschmack sein könnte, weil er ja eben wahrscheinlich hierzulande nicht sonderlich vielen Leuten sonderlich bekannt sein dürfte. Ach ja, apropos die Szene, die man damals auf der alten britischen Fassung nicht gesehen hat, mittlerweile nehme ich an, dass Indicator auch hier wieder die ungekürzte Originalfassung des Films neu prüfen hat lassen. Es gibt ja sogar auch hier wieder schöne Behind-the-Scenes-Fotos, was eben, denke ich, auch bei so einem Film eine absolute Seltenheit sein dürfte. Dreharbeiten im Wasser.
Ja, das macht auf jeden Fall Spaß. Also da muss man auch sagen, selbst wenn Wicked Vision diesen Film irgendwann einmal zu uns holt und extra synchronisiert, kann man ja wirklich nicht böse sein, wenn man den dann zweimal hat. Alleine aufgrund mit den verschiedenen Inputs in den Booklets beziehungsweise der zusätzlichen Mühe, die da seitens Wicked Vision noch drinnen stecken würde. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was beziehungsweise ob was wir hier eben noch sehen. Der Film wurde in London mit dem Original negativ in 4K restauriert und aufbereitet. Sogar der ebenfalls beiliegende Kurzfilm ist eine 4K-Restauration. Also das ist, finde ich, ein Release, der sich auf jeden Fall lohnt. Auf jeden Fall einer, der auch dazu dienen kann, ein Loch zu stopfen, in dem Fall, anstelle ein neues zu erzeugen. Da bin ich definitiv gespannt, was es mit diesem Film auf sich hat. Herzlich willkommen in meiner kleinen, aber feinen Jean Roulin Collection. Es gibt einige Filme, bei denen der Titel definitiv interessanter ist als der Film an sich. Und ich glaube, eines der besten Beispiele dafür ist Sexualterror der entfesselten Vampire. Ein Film, der damals über Mein Taurus nur, Taunus nur geschnitten in den deutschen Kinos zu sehen war, wobei allerdings neben dem Film vor allem auch das Plakatmotiv für Aufsehen gesorgt hat und per se schon einmal auf den Index für jugendgefährdende Medien gesetzt wurde. Das Mediabook von dem Film übrigens drei verschiedene Cover-Artworks, die damals als Nummer 1 der Jean Roulin Collection veröffentlicht wurden von Wicked Vision, nur in Österreich, beziehungsweise eben in Zusammenarbeit mit NSM. Aber da gab es eben dieses absolut wundervolle Cover B, es gab noch ein neu gezeichnetes Cover C und ein Originalmotiv zu diesem Film, das hier ausgewertet als Cover A, wobei zumindest laut dem Scan in der OFDB die Interpretation auf dem Mediabook von Wicked Vision deutlich heller und fröhlicher aussieht. Hier haben wir es mit einer etwas dunkleren, vor allem farbintensiveren Version, würde ich an der Stelle fast sagen, zu tun, die allerdings in meinen Augen ebenfalls noch zufriedenstellend aussieht. Wir haben hier eine neue 4K-Restauration, die von The Shiver of the Vampires angefertigt wurde, die wir dann jetzt eben in England von Indicator sowohl auf Blu-ray als auch als 4K-UHD serviert bekommen. Wir können da einmal einen Blick auf die technischen Spezifikationen werfen. Auch bei diesem Titel gibt es eine Gesamtauflage von 10.000 Exemplaren für den UK und US-Markt, wobei eben 6.000 auf die 4K und nur 4.000 auf die Blu-ray fallen. Da merkt man, finde ich, dass Indicator bereits ein bisschen auf die modernere Schiene gegangen ist und weiß, welches Format hier auf jeden Fall zu bevorzugen ist. Sie machen sich's definitiv ein bisschen einfach beim Package-Design, weil sie eben mit Ausnahme von dieser kleinen Banderole, die bei dem Titel übrigens interessanterweise anders als bei einigen anderen Rollers angeklebt ist auf dem Backcover und damit nicht sich so leicht selbstständig macht, weil sie hier nirgendwo auf dem Package wirklich darauf hinweisen, welches Format das ist, sodass sie eben hier 10.000 Mal einfach die gleiche Verpackung drucken konnten und dann nur die Banderole austauschen mussten. Hier wäre dann natürlich unterhalb von den Füßen noch der Originaltitel beziehungsweise dann auf dem Mediabook der deutsche Titel gekommen. Eine, wie ich finde, sehr antik wirkende, aber auch irgendwie wunderschöne Zeichnung, die auch perfekt einfach zu dem Stil der Filme von Jean Roulin passt. Wir werfen dann einmal einen Blick auf das eigentliche Digipack. Da bekommen wir eben mit den größeren Balken dann auf der linken und rechten Seite eben die Originalversion von dem Motiv, inklusive der Teile, die man hier für den Schuber einfach abgeschnitten hat, damit man das ganze Motiv hier so groß wie möglich präsentieren kann. Meiner Meinung nach genau die richtige Art und Weise, das zu gestalten. Dazu gibt es dann hier noch einmal die Informationen zum Bonusmaterial auf der rechten Seite. Auch hier gibt es einen Archiv-Audio-Kommentar mit Jean Roulin bzw. auch neu produziertes Bonusmaterial aus dem Jahr 2023 und damit natürlich eben auch Goodies und Gimmicks, die es auf der alten deutschen Auswertung von Wicked Vision nicht gegeben hat. Wir bekommen hier im Inneren zwei Bilder, ein Szenenbild und ein altes Setfoto in Schwarz-Weiß. Einzige, was ich nur ein bisschen
Ästhetisch unansprechend finde, ehrlich gesagt, ist die Tatsache, dass wir rechts ein formatfüllendes Bild und links eines mit fettem Rahmen haben. Das passt irgendwie, finde ich, einfach nicht sonderlich gut zusammen. Wir können dann aber einmal einen Blick auf das, auf ein weiteres Highlight zu diesem Release werfen, nämlich das beiliegende Bukletti. Leinchen. Da haben wir natürlich bereits bei den Wicked Vision Releases ein mehrteiliges, karriereumfassendes Jean Roulin Booklet von Pelle Felsch bekommen, das in meinen Augen auch absolut hervorragend war, aber hier bei Indicator hat man die Schraube noch einmal ganz, ganz stark angezogen und präsentiert uns auch hier bei The Shiver of the Vampires, eben dem Sexualterror, ein 80-seitiges Booklet, wo sogar Jean Roulin persönlich noch Texte beigesteuert hat. Es ist wirklich eine überraschend hohe Menge an Behind-the-Scenes-Fotos und sonstigen Goodies gibt, die man bei diesen Releases normalerweise nicht sieht. Also da merkt man, dass ebenfalls genauso wie auch bei dem Release von Wicked Vision eine Menge Liebe fürs Detail aufgebracht wurde für diese Veröffentlichung, dass man hier den Käufern, selbst ganz ehrlich, wenn man die alte Auflage schon hat, eine Menge an neuen Dingen liefert. Interessant wäre nur die Frage, ob Wicked auch an einer Neuauflage des Films auf Basis eben von der neuen 4K-Restauration interessiert wäre, ob hier einzelne Jean Roulin-Titel noch einmal abgedatet werden, weil mittlerweile ist ja Indicator eigentlich recht aktiv darin, die Filmografie des Regisseurs auf das neue Medium zu holen. Hier gibt es sogar noch Fotos von der Schallplatte mit dem Soundtrack. Also wirklich cool aufbereitet, wirklich cool gemacht. Sehr spezielle Filme, so viel muss trotzdem auch gesagt werden, aber in diesem Fall auf jeden Fall kontroverse Filme, über die man sicher diskutieren kann, aber ein Release, über den man definitiv nicht diskutieren kann, der alleine schon auf den ersten Blick mit Unterschied der mit Ausnahme der Tatsache, dass einfach nicht alle Jean Roulin Editionen von Indicator gleich hoch und gleich groß sind, das ist ja etwas, das eigentlich mehr Arbeit macht, als wenn man das Ganze einfach übernehmen würde, aber egal, ich bin durchaus zufrieden, auch diesen Film jetzt in 4K in der Sammlung zu haben. Aktuell sind es 8 Filme des Ausnahmeregisseurs Jean Roulin, die hierzulande von Wicked Vision im Rahmen der, well, Jean Roulin Collection im limitierten Mediabook veröffentlicht wurden. Und die bislang letzte Nummer 8 trägt den Titel Nacht der Gejagten. Auch in dem Fall wurden hier einige Cover Artworks angeboten, insgesamt 3 an der Zahl. Neben dem hier vorliegenden neu gezeichneten von Jole Stamenkovic gibt es auch ein neu gezeichnetes von Timo Würz, beziehungsweise das alte Originalplakatmotiv. Und das zeigt eine Dame, die quasi vor den Scheinwerfern von einem Auto davonläuft. Und das ist logischerweise auch das international bekannteste Motiv von diesem Film, das sich dann auch Indicator für ihre britische Auflage von diesem Film gesichert hat. Der Film, der übrigens mit der Wicked Vision Edition, das allererste Mal überhaupt in deutscher Sprache zu uns gekommen ist, bekommen wir jetzt dann hier, beziehungsweise in 4K, damals eben nur in HD abgefasst, aber da gibt's jetzt auch ein neues 4K UHD Master, wobei wir auch Bonusmaterial hier noch bekommen, das teilweise im Jahr 2023 neu produziert wurde, aber auch einige Specials und Featurettes aus dem Archiv enthält. Dazu gibt es dann hier noch die technischen Details an der Stelle. Auch interessant, dass wie bei den anderen Jean Roulin-Filmen es bei Indicator auch von diesem Titel insgesamt 10.000 Stück gibt, die sich auf England und Amerika verteilen, aber die sich auch auf 4K und Blu-ray verteilen, wobei in dem Fall die 4K bevorzugt wurde und es insgesamt 6.000 UHDs gibt, wohingegen es nur 4.000 Blu-Rays gibt. Das macht's irgendwie dem Sammler schwer, oder was? Will ich das strenger limitierte oder will ich das bessere Format? Ich will das bessere Format. Wir bekommen dann hier noch einmal auf dem Digipack standardmäßig natürlich das gleiche Cover, das wir auch außen hatten, nur eben im Gegensatz zum Schuber-Cover hier mit dem Titelschriftzug und mit einem kleinen
Cast and Crew Blog. Dasselbe auch hier auf dem Digipack beziehungsweise im Inneren gibt es dann hier ein weiteres, muss man ja wirklich sagen, extrem bekanntes Motiv zu diesem Film. Das ist es ja auch, das dann beispielsweise für andere Veröffentlichungen noch verwendet wurde, ist einer der wenigen Releases aus dem Archiv von Electro City, der sich tatsächlich in meiner Sammlung befindet, wo noch Rick Melton damals ein Cover Artwork gezeichnet hat. Auch absolut großartig, wie hier für diese große Hardbox mehr oder weniger einzelne Elemente von diesem Film aufgezeichnet worden, aber es hätte sicherlich jeden gewundert, wenn Rick Melton nicht gerade dieses Motiv hier für seine Hardbox oder für sein Artwork verwendet hätte. Dann gibt es hier auf der rechten Seite noch ein klassisches Szenenbild aus diesem Film und das natürlich auch wieder ein inhaltsgleiches Digipack, unabhängig davon, ob man jetzt die 4K oder die Standard Blu-ray Version hat. Der einzige Unterschied, an dem man das auslesen kann, welche Version man hat, der befindet sich halt einfach auf der Disc. Wir blättern dann einmal auch wieder durch das extrem umfangreiche, wundervolle Booklet, das wir hier bekommen, eben auch wieder mit 80 Seiten. Ein großartiges Bild von Jean Volant, wie ich finde, hier auf der Rückseite von diesem Booklet, und wir können dann einmal eben auf die anderen Elemente blicken, so wie eben beispielsweise auf die Inhalte. Da ist ein Interview mit Brigitte Lahaye auch noch mit dabei. Es gibt auch einen Text, der von Jean Rollin persönlich geschrieben wurde und uns durch die Entstehung des Films begleitet. Das ist halt schon auch ein bisschen was Cooles und ein bisschen was Persönliches, wenn der Regisseur nach all diesen Jahren, eben die Edition stammt aus dem Jahr 2023, der Film stammt aus dem Jahr 1980, immer wieder noch neues Bildmaterial, neues Textmaterial, das man vielleicht eben so nicht auf dem Zettel hatte, auch wenn eben dieses Making-of natürlich bereits im Jahr 2006 geschrieben wurde, ist das für mich etwas Neues, vor allem eben diese wundervollen Fotos, die wir da vom Set des Films bekommen. Das ist schon eine tolle Sache, vor allem eben auch wirklich eine tolle Ergänzung zur alten deutschen Veröffentlichung von Wicked Vision. Wer weiß, vielleicht hat Wicked ja auch im Plan, diesen Film dann irgendwann einmal in 4K neu zu veröffentlichen auf Basis des neuen Transfers und Masters. Aber das wundert mich gar nicht, dass sich Jean Rollin in diesem Fall ganz besonders wohlfühlt. Es ist auf jeden Fall wieder wie von Indicator gewohnt sehr, sehr schön gestaltet. Und ein wirklich toller Release. Man merkt ein bisschen auch die Lust auf die Exploitation hier bei Indicator, obwohl die ja teilweise wirklich auch mehr künstlerisch anspruchsvolles Programm haben, wobei ja Jean Rollin eigentlich genau das schöne Mittelding in diesem Fall ist aus Exploitation beziehungsweise eben Arthouse, und auf jeden Fall das ein berechtigter, einer der bekanntesten und wahrscheinlich eben auch wichtigsten Filme, die wir von Jean Rollin kennen, hier zum ersten Mal als 4K UHD. Wahrscheinlich könnte ich in dem Fall ein bisschen mehr Mitleid haben mit den armen Waisenkindern, aber vielleicht wären diese Vampirkinder keine Vampir-Waisenkinder, wenn sie nicht immer ihre Eltern beißen und auffressen würden. Haben sie vielleicht darüber schon einmal nachgedacht? In dem Fall handelt es sich allerdings bei Two Orphan Vampires über einen ganz besonderen Film aus der Filmografie von Jean Rollin, quasi ebenfalls eine Art Waisenkind-Film, denn wir haben von Jean Rollin quasi in den 90er Jahren nur sehr wenig Filme bekommen, und 1997 kann man quasi ein bisschen als sein Comeback bezeichnen, weil er halt eben wieder zu seinem bekanntesten Thema zurückgekehrt ist, nämlich dem Vampirfilm. Da gab es Jean Rollins Vampire, aka Two Orphan Vampires, den wir hierzulande als Hardbox Nummer 34 von X-Rated im August 2004 bekommen haben. Der Film lag dort im englischen und französischen Ton als Jean Rollin Collection Nummer 2 vor und hatte selbstverständlich deutsche Untertitel mit an Bord. Eine deutsche Synchro wurde für diesen Release allerdings damals nicht angefertigt. Deswegen
steht auch hier wirklich in der Schwebe und in der Frage, ob es auch diesen Film irgendwann einmal in der Jean Rouleur Collection von Wicked Vision geben wird, was natürlich in synchronisierter Form immer noch zu begrüßen wäre, aber wir können auf jeden Fall einmal hier einen Blick auf die britische 4K-UHD-Auswertung des Films werfen, die ja von Indicator wie gewohnt mit einer Auflage von insgesamt 10.000 Stück aufgeteilt auf 6.000 UHDs, 4.000 Blu-rays beziehungsweise auf Amerika und England. Wobei da nicht steht, welches Land wie viel bekommen hat. Wobei, wenn man daran denkt, wie schnell die amerikanischen Auflagen von Indicator immer ausverkauft sind, denke ich, dass sie mehr für den britischen und weniger für den amerikanischen Markt anfertigen. Werfen können. Es gibt altes und neues Bonusmaterial hier noch mit dabei, aber schauen wir dann eben einmal ganz kurz einen Blick auf die äußere Verpackung. Die ist grundsätzlich genauso gestaltet, wie es das auch die anderen Jean Rouleur Editionen sind, beziehungsweise eben die anderen 4K-UHD-Editionen, auch die Cold Eyes of Fear sind zum Beispiel genauso ausgestattet gewesen. Und es ist auf jeden Fall, finde ich, eine tolle Idee, diesen stabilen, dicken Schuber zu haben, dann eben ein Digipack mit der Disc, wobei einige sich vielleicht daran stören, dass sie nicht bei diesem Label ein bisschen quasi zukunftsorientiert einkaufen können und sich quasi fürs erste einmal die Blu-ray in die Sammlung holen und dann automatisch eben per Dual-Format-Edition bereits die UHD in der Sammlung haben. Gut, man darf auch nicht vergessen, dass die 4K-Veröffentlichungen von Indicator vor allem dann im Sale mit circa 17 Pfund auch deutlich billiger sind, als man das bei einigen anderen limitierten Editionen hat, insbesondere mit eben dem 80-seitigen Buch noch mit dabei. Aber wir bekommen jetzt dann einmal hier bei diesem Release im Inneren, auch wie bei den anderen Jean Rouleur 4Ks von Indicator, eine interessante Mischung, muss man sagen, aus einem Bild auf der linken Seite mit Rahmen, beziehungsweise einem Szenenbild auf der rechten Seite ohne Rahmen. Immer noch frage ich mich, warum sie das tun. Aber wir bekommen ein Booklet, auch in dem Fall mitgeliefert, das ich absolut großartig finde. Jean Rouleur, dann doch deutlich und sichtlich gealtert hier auf der Rückseite, beziehungsweise eben Szenenbilder auf der linken Seite. Da wundert mich ehrlich gesagt bei diesem Film, nachdem der aus dem Jahr 1997 stammt und Jean Rouleur ja irgendwann einmal dann dazu übergegangen ist, auch mit ganz, ganz grauenhaften Videokameras zu arbeiten, dass er tatsächlich bei diesem Film noch mit 35mm Material gearbeitet hat. Denn das wäre etwas, das ich bei einem Label wie Indicator auf jeden Fall nicht annehmen würde, dass sie ein quasi 576E Digicam Bild aus dem aus den Prä-2000ern dann aufblasen auf 4K. Das ist auf jeden Fall ein neu erstellter Transfer aus dem Jahr 2023, abgetastet wieder in London. Wir schauen uns das dann ebenfalls gleich nochmal an. Da hat Jean Rouleur bereits im Jahr 1997 dann direkt seinen Senf zur Produktion des Films dazugegeben. Interessant wäre, ob der Release dann auch mit einer englischen Tonspur noch mit ausgestattet ist. Ja, es gibt bei diesem Release, genauso wie eben auf der alten Hardbox von Indicator, neben dem französischen Originalton auch noch die deutsche Synchro. 107 Minuten dauert das Vampir-Comeback. Bite-Back von Jean Rollin, beziehungsweise hier natürlich das bekannte Bild von Brigitte Lahaie aus dem Film Fascination, was ja eben auch die Nummer 7 der Jean Rouleur Collection von Wicked Vision war und auch für zahlreiche Poster, Plakate und Cover verwendet wurde. Auch hier ein paar Setbilder, interessanterweise sogar weniger Setbilder fast als bei den älteren Filmen von Jean Rouleur. Durchaus interessant, hier eben die Infos auch hier. Das Original Super 16 Negativ wurde hier für den Release verwendet. Da ist die Info in der IMDb falsch, dass der Film auf 35mm produziert wurde. Hätte mich ehrlich gesagt bei einem 90er Film von Jean Rouleur auch gewundert, wenn dann noch einmal das Geld zur Verfügung gestanden wäre, um hier mit luxuriösem Filmmaterial zu arbeiten. Aber auf jeden Fall eine ganz, ganz feine Sache, dass wir hier dieses Comeback und diesen Film auch als limitierte 4K UHD-Edition bekommen.
Es gibt einige Filme, bei denen die Produktionsgeschichte hinter den Kulissen wesentlich interessanter ist als die Geschichte, die uns der Film eigentlich zeigen wollte. Und wir haben in den letzten Jahren hier auf Playzocker Reviews, vor allem im Blu-ray-Check, einige der wahnwitzigsten Produktionsgeschichten ever miteinander erlebt. Aber ich glaube, das, was wir uns heute anschauen, das toppt alles. Und ich weiß, auf den ersten Blick wirkt dieses Set irgendwie strange, auf der anderen Seite aber auch irgendwie faszinierend. Und glaubt mir, die Geschichte beginnt erst. Wir starten nämlich im Jahr 1950 mit der Karriere von Filmemacher Ron Ormond. Der hat sein Regiedebüt gefeiert im Jahr 1950 bei einem Film namens Fuzzy und der Peitschenheini, hat dann neben Filmen wie Kampf um die Silbermine 1951 mit Peitsche und Pistole gedreht, 1952 Die Todespeitsche. Ich merke ein gewisses Interesse, bis er dann später zu Titeln wie Todespfeil am Mississippi, Sabu, der Dschungelprinz und so weiter gekommen ist. Aber dann passierte im Jahr 1968 etwas, denn Ron Ormond ist mit einem Flugzeug abgestürzt, hat allerdings diesen Absturz überlebt, hat dabei offensichtlich eine Erleuchtung oder ein schweres Schädelhirntrauma, je nachdem, wie man es interpretieren will, bekommen und hat sich seitdem dem Christentum verschrieben, blieb aber irgendwie tief in seinem Herzen Exploitation-Filmemacher, nur dass er das in Zusammenarbeit mit einem ebenfalls, sagen wir mal, nicht ganz dichten Pfarrer oder Priester oder Prediger namens Estes Perkle gemacht hat und dabei Mischungen, also inszenierte Predigten, die allerdings auch mit Tod und Leichenschändung und Kinder erschießen, inszeniert wurden, als wäre es ein Exploitation-Film. Quasi eine Mischung aus Beware Children at Play und dem, was sich wahrscheinlich Mel Gibson als Podcast anhört. Was für eine Story. Vor allem Stories, die man hierzulande eigentlich nicht wirklich erleben konnte, denn das filmische Werk von Ron Ormond ist im deutschsprachigen Raum eher undokumentiert, was so weit geht, dass Ron Ormond nicht einmal ein Ergebnis in der OFDB Regiesuche auswirft. Aber wir bekamen jetzt in England über Indicator ein eigenes Boxset unter dem Titel From Hollywood to Heaven, The Lost and Saved Films of the Ormond Family. Doch Ron Ormond ist tatsächlich schon in der OFDB auch gelistet mit seinen Filmen, aber wenn ich zumindest einmal die mit den deutschen Titeln durchgehe, dann finde ich hier bei den Peitschen keinerlei deutsche Releases. Doch tatsächlich, der Todespfeil am Mississippi lief 1968 über Phoebus in den Kinos mit FSK 12 Freigabe, war allerdings nicht feiertagsfrei und war einer von nur drei veröffentlichten Filmen der Münchner Verleihfirma Phoebus. Offensichtlich hatten sie halt nicht unbedingt das beste Händchen für die Filmauswahl, wenn sie sich für sowas dann entscheiden. Auf jeden Fall kommen wir hier zu dem britischen Indicator-Set mit den eben Lost and Saved Films von Ormond, eben mit seiner Frau Julie Ormond, glaube ich, wo er das meiste gemacht hat. Aber was ich ganz besonders spannend finde, ist derjenige, der dieses Set kuratiert hat, ist kein geringerer als Nicholas Winding Refn, was beweist, dass auch er als Arthouse-Filmmacher eigentlich jemand ist, der offensichtlich auch trashige Exploitation-Kunst schätzen kann. Das Set ist hier limitiert auf nur 6000 Stück, die sich allerdings noch dazu auf England und Amerika aufteilen, wobei ich mir hier im Sale von Indicator die neue, die britische Version geholt hat. Wir merken, dass hier wirklich, wirklich einige Filme mit drauf sind. Wir können ja noch einmal einen Blick auf das Bonusmaterial werfen. Wir finden hier 2K-Restaurationen, in dem Fall die von Duplicate Negatives beziehungsweise auch von überlebenden 16mm Prints mit dabei sind, dass es hier teilweise sogar noch Upscales von Standard Definition Tapes gibt. Da darf man eben wirklich nicht vergessen, und man muss die Qualität wirklich mit einem
leichten, sagen wir mal freundlichen Auge begutachten, denn das sind Filme, die ganz offensichtlich in den Archiven geschunden wurden und sonst absolut verloren gewesen wären. Man hat hier offensichtlich aus dem Archiv von Ron Ormond die Filme rausgepickt, die man überhaupt noch aufbereiten konnte. Und wir werden uns jetzt einmal gemeinsam ein bisschen mehr davon anschauen, um welche Filme es sich dabei wirklich handelt. Neben dem, muss man wirklich sagen, etwas unscheinbaren Cover. An der Stelle kann ich übrigens nur darauf hinweisen, dass die wirklich wilden Ron Ormond und Estes Perko Filme in Amerika vom Cinema Snob reviewed wurden und dass ich einige der Informationen natürlich auch von seinen Videos habe. Und vielleicht euch empfehlen würde, hier einen Blick rauf zu werfen. Wir starten hier mit dem ersten Set, quasi einer der bekanntesten Exploitation-Filme von Ron Ormond. Please Don't Touch Me aus dem Jahr 1963 ist hier eben zusammen auf einer Blu-ray gemeinsam mit dem Film Untamed Mistress aus dem Jahr 1951, 56 ist der eigentlich, obwohl hier 51 steht, beziehungsweise White Lightning Rod aus dem Jahr laut hier Angabe 1964, laut OFDB 1967. Wir merken, das Ganze wird ein bisschen kompliziert bei der näheren Betrachtung, aber drei Filme, die sich hier eine Disc teilen, natürlich Alter, bekommen wir hier schon. What the fuck is that? Okay, ich glaube, ich muss mich jetzt einmal direkt so lange abmelden von sämtlichen anderen Verpflichtungen, wie manche andere Leute, als Final Fantasy VII Rebirth erschienen ist, weil ich glaube, ich muss dieses Set einmal direkt sofort durch meinen Player jagen. Dann bekommen wir auch hier mit The Exotic Ones ein ganz, ganz wildes Poster serviert. Beziehungsweise haben wir hier die 40 Acre Feud aus dem Jahr 1965, das stimmt sogar. Girl from Tobacco Row aus 1966 und The Exotic Ones aus 1968. Da stimmen in diesem Fall die Zeitangaben sogar mit diesem Set und mit der IMDb überein, aber diese drei Filme teilen sich dann eben hier die nächste Blu-ray. Man merkt tatsächlich, dass es hier eher um die späteren Filme von Ron Ormond gehen dürfte, wobei ich jetzt nicht davon ausgehe, dass es nur um diese Filme ging, sondern dass das halt wirklich die einzigen waren, die man noch irgendwie ansatzweise auftreiben konnte. Gut, ein paar von seinen Produktionen nehme ich mal an, so wie eben If Footman Tire, nein, die kommen sogar von Duplicate Negatives, da hätte ich mir eher noch gedacht, dass es da vielleicht nur mehr Tape Master gibt. Aber kommen wir zu dem großen Highlight, gut, in dem Fall ist es The Frightening Prophecy of a Doomed America, nämlich Estes Perko, das ist der Idiot, in If Footman Tire You, What Will Horses Do? Ein freier, ein Zitat tatsächlich frei nach irgendeinem Bibelvers aus dem Jahr 1971, ein 53 Minuten langer quasi Fürchtefilm, dann hier eben auch noch untergebracht hier mit The Burning Hell, The Grim Reaper und The Believer's Heaven, die dann später gefolgt sind, die quasi eigentlich, das ist die Estes Perko Reihe, die Trilogie eigentlich hier oben, oder? Wo die auch noch dabei waren. Nein, er war nur bei The Burning Hell noch mit dabei. Der ist übrigens auch vom Cinema Snob reviewed worden, also Footman und Burning Hell sind Reviews, die extrem empfehlenswert sind und ich glaube, dass jeder Fan von ranziger Exploitation, so wie ich, das ist eine schockierende Visage sondergleichen. Jeder, der wirklich ganz räudige Exploitation mag, der wird um dieses Set nicht hinwegkommen. Alleine eben, um Footman und Burning Hell jemals sehen zu können, das ist wahrscheinlich ein Film für Freunde und Bier. Weil ich glaube, ohne Bier würde man das auch nicht aushalten. Dann geht's hier noch einmal weiter. Interessanterweise mit Dingen, die dann über die OFDB oder IMDb sogar auch Einträge weitergehen. Wir haben nämlich hier
39 Stripes mit auf der Disc aus dem Jahr 1979, ist das der letzte Film, bei dem Ron Ormond Regie geführt hat. Bei dem Film It's the Second Coming hat Ron Ormond dann nur mehr das Drehbuch geschrieben und sein Sohn Tim Ormond hat übernommen, was noch weiter gegangen ist, weil bei Sacred Symbol hat er dann nur mehr über die Ormond Organization produziert, nämlich June Ormond, die Ehefrau, und Tim Ormond hat weiter die Regie übernommen. Das ist quasi ein Bonusfilm in diesem Set aus quasi Filmen, die man eigentlich am liebsten in einem atomaren Fass versenken sollte. Cool. Muss man dazu sagen, wenn ich dran denke, was passiert ist bei Warte, ich muss mir merken, 999. Auf jeden Fall, wenn ich dran denke, was mit Marvin in The Toxic Avenger passiert ist, wäre es vielleicht gar keine so gute Idee, diese Filme in einem atomar verseuchten Fass zu versenken. Wer weiß, als was sie dann wieder zurückkommen. Wobei ich wirklich glaube, nach dem, was ich eben von Footman und Burning Hell schon gesehen habe, schlimmer kann es eigentlich gar nicht werden. Hier... Was für eine elendige Scheiße. Ja. Auf jeden Fall ein sehr schön aufgeteiltes Booklet, das dann eben offensichtlich gegen Ende auch noch komplette Filmografien bringt, was sicherlich nicht unhilfreich ist eben bei solchen Filmen, weil hier geht es eben am Anfang um die Western, um die Exploitation-Filme. Untamed Mistress, ich muss diesen Dreck wirklich, wirklich bald sehen. Auch natürlich einige Filme, die hier erwähnt werden und beigelegt werden, die wir nicht in dem Set enthalten haben, entweder weil sie nicht wichtig genug erschienen sind, um hier auch noch beigelegt zu werden, oder weil sie halt einfach verloren waren. Gut, man darf nicht vergessen, dass Ron Ormond, ich glaube, auch über 50 Filme in der IMDb verzeichnet hat. Nein, 27, genau, war er als Regisseur beteiligt. Davon sind 10 Stück hier mit drauf, mit eben den zwei Bonusfilmen, wo er einmal nur das Drehbuch geschrieben hat und einmal nur produziert hat. Aber ich habe jetzt wirklich nur Angst. Ach ja, hier 1964. Es ist tatsächlich nicht falsch, weil es steht hier 1964, aber Copyright 66, erst veröffentlicht 67, deswegen eben die unterschiedlichen Jahreszahlen. Hätte mich auch wirklich gewundert, wenn das falsch wäre bei Indicator, aber das bringt mich dazu, wird Indicator dann irgendwann einmal in ein paar Jahrzehnten auch die gesammelten Filmwerke von Kevin Sorbo oder Faith Films oder diesen ganzen Deppen bringen? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist das eines der wildesten Blu-ray-Sets, von dem ich jemals gehört habe. Aber man merkt einfach, wie viel Liebe hier drin steckt. Man merkt aber auch, finde ich, ganz eindeutig, wenn man sich die Goodies und die Bonusmaterialien, die hier dabei sind, anschaut, merkt man auch wirklich, was eigentlich das Hauptaugenmerk von diesem Set war. Hier ist auf jeden Fall jemand von diesen ganzen christlichen Schwachsinnssachen ausgegangen und hat dann lediglich die anderen Teile einfach nur als Demo, als Doku, als Beigabe dazu gepackt. Da hat sich Nicholas Winding Refn ganz offensichtlich selbst ein Geburtstagsgeschenk gemacht mit diesem Set, aber lässt uns dankenswerterweise auch daran teilhaben. Da kann ich nur sagen, danke an NWR, danke an Powerhouse Indicator für dieses großartige Set. Ich meine übrigens alleine das als Spine-Beigabe, dass das Ganze auch so ein bisschen ausschaut wie so ein altes Buch. Absolut, absolut großartig kuratierte Edition und finde ich eines der wildesten und wüstesten Sets, die ich jemals gesehen habe und eines, wo ich wirklich sage, das ist für mich mit Sicherheit eine der geilsten Sachen, die ich dieses Jahr neu in meine Sammlung aufnehmen darf. Die
Die gute alte Zeit der Film Noir, das dürfte eine besondere Zeit für die kreativen Köpfe hinter dem Powerhouse-Label Indicator sein, denn nachdem wir mittlerweile bereits 5 Volumes mit Noir-Filmen von Columbia gefüllt haben, ging man einfach zum nächsten Lizenzgeber und zum nächsten großen Filmstudio der 40er und 50er Jahre und landete bei Universal Pictures. Da haben wir uns vor einigen Monaten hier auf meinem Kanal bereits die Columbia Noir Collection Nummer 1 angeschaut und jetzt nach dem letzten Sale von Indicator wird's natürlich an der Zeit, auch Columbia Noir Nummer 2 einen Besuch abzustatten. Auch in dem Fall sind hier wieder 6 Filme mit an Bord. Insgesamt haben es die auf eine Altersfreigabe ab 12 Jahren gebracht, das heißt quasi 6 Filme, die ab 2 freigegeben sind. Nein, wir haben es hier mit einem auf 6000 Stück limitierten Set zu tun, das nur in England offensichtlich erschienen ist. Keine geteilte Auflage zwischen England und Amerika. Aber wir bekommen es hier wieder mit einem großartig gemachten Set zu tun, wo jeder einzelne Film in seinem eigenen Mini-Digipack zu Hause ist und es dazu dann außerdem noch ein umfangreiches Booklet ist. Die Filme, die in diesem Set enthalten sind, wurden in dem Fall teilweise 2022, teilweise 2021 und teilweise sogar schon 2013 jeweils von einem 2K oder in einem Fall sogar von einem 4K-Scan restauriert, liegen aber natürlich eben alle nur in Standard 1080p HD vor. Dabei gibt's das Originalbildformat 1,37:1 bei allen Filmen, alle sind schwarz-weiß und alle sind eben in dem Fall aus den 40er Jahren. Wir schauen jetzt einmal einen kurzen Blick auf die enthaltenen Filme, beziehungsweise welche davon wir vielleicht bereits kennen könnten. Lady on a Train heißt zu Deutsch überraschenderweise Die Dame im Zug, ist allerdings in der OFDB in keiner einzelnen Fassung vertreten. Kann also sein, dass der Film irgendwann einmal im Kino gezeigt wurde, beziehungsweise im Fernsehen ausgestrahlt wurde, dass es womöglich eine deutsche Synchro gibt. Immerhin gibt es auch einen deutschen Titel, aber es gibt keine in der OFDB verzeichnete physische Heimkino-Veröffentlichung zu diesem Titel. Spannend finde ich auch, dass es hier ein paar Special Features gibt, die teilweise eben wirklich aus einem Archiv aus dem Jahr 1945 abgegriffen sind. Das findet man auch nicht alle Tage. Hier auf der linken Seite dann noch ein weiteres Archivposter, ein sehr schönes Bild eigentlich, auf der rechten Seite und wie gewohnt von diesen Editionen dann dasselbe Bild, das eben auch auf der rechten Seite unterhalb der Disc zu sehen ist, dann auch auf der tatsächlichen Disc. Wechseln wir zum nächsten Film, der ist Time Out of My Mind aus dem Jahr 1947, der auch in der OFDB nicht mit einem deutschen Titel ausgestattet ist, der allerdings von Regisseur Robert Siodmak gedreht wurde, den wir als Regisseur ja bereits kennen, da er Dinge gemacht hat wie Draculas Sohn, beziehungsweise auch das Drehbuch geschrieben hat oder zumindest die Vorlage, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, bei einigen bekannten Sachen, die wir uns hier im Blu-ray-Check zumindest schon einmal näher angeschaut haben. Auf jeden Fall ein Name, der mir was sagt, beziehungsweise ein Film in diesem Fall, der mir nichts sagt, gar nichts sagt, genau. Siodmak bekommt auch noch seinen eigenen Hinweis hier auf dem Frontcover. Es gibt dann natürlich hier auch Bonusmaterial, das teilweise neu für diesen Release extra produziert wurde. Wir schauen ins Innere, bekommen hier ein alternatives Plakatmotiv, wobei mir das Äußere hier deutlich besser gefällt. In der OFDB ist auch das eingetragen als Hauptplakatmotiv, aber auch das passt, finde ich, eben für die alten Quermotive ganz gut. Dazu gibt es noch ein wirklich schön abgefasstes Szenenbild hier auf der rechten Seite unterhalb der Disc und wir gehen in diesem Sinne bereits zum dritten Film aus dieser Reihe, nämlich Singapur, aka Singapore. Auch das ein Film, der in Deutschland laut OFDB 1950 sogar im Kino gelaufen ist, mit einer FSK-Freigabe ab 12 Jahren, wo allerdings mit Ausnahme von diesem Kinovorführung keine weitere Fassung und kein weiterer Auftritt von diesem Film bei uns registriert wurde. Auch hier ein, wie ich finde, sehr schön gezeichnetes und angeordnetes Motiv, vor allem wie gigantisch dieses Kleid von Ava Gardner dann in diesen
in diesen weißen Hintergrund für den Titelschriftzug übergeht, das hat ja eigentlich schon fast was wirklich Majestätisches. Wir können da natürlich dann auch einen kurzen Stopp einlegen beim Bonusmaterial auf der Rückseite vom Cover, beziehungsweise wechseln wir ins Innere. Da gibt's auch, also, eines der uninspiriertesten Plakatenmotive ever, weil, ganz ehrlich, versucht mir kurz eine Geschichte zu erzählen, worum es in diesem Film geht. Ich hoffe jetzt nicht um eine bekannte Schauspielerin, die mit Analperlen erwürgt wurde. Aber wir können dann einmal auf die rechte Seite schauen. Da gibt es ein weiteres Szenenbild, natürlich auch aus diesem Film, das ebenfalls nichtssagender irgendwie kaum sein könnte. Und wechseln in diesem Sinne zum vierten Titel aus dem Set. Der hört auf den Titel Qualen der Liebe. Gut, das ist ja A Woman's Vengeance. Das kann definitiv zu Qualen der Liebe werden. Interessanterweise, ein Film, den wir von Universal damals in den deutschen Kinos bekommen haben, auch mit FSK 12 Freigabe. Einer, der sogar 1985 im westdeutschen Fernsehen zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr gelaufen sein soll, wo allerdings in der OFDB zumindest noch keine weiteren Ausstrahlungen oder gar physische Veröffentlichung für etwaige Heimkinos registriert ist. Ist jetzt einer der weiteren Filme, den uns eben Powerhouse wahrscheinlich das erste Mal weltweit in irgendeiner besonderen physischen Edition präsentiert. Das ist ja, finde ich, gerade bei diesen Noir-Sets ganz besonders interessant, dass wir ja hier in erster Linie eigentlich nicht die Noir-Filme, die wir eh kennen und die groß produziert und veröffentlicht wurden, bekommen, sondern eher kleinere Filme, die man wahrscheinlich so gar nicht wirklich auf dem Zettel gehabt hat. Oder kennt ihr beispielsweise einen Film namens An Act of Murder? Gut, das ist auch wieder mal ein sehr schwer identifizierbarer Titel, der wahrscheinlich für 90% aller, zumindest sich in meiner Sammlung befindlichen, Filme passen würde oder zu sämtlichen Columbo-Folgen, wenn wir so weit gehen. Vor allem ein Kinoplakatmotiv, das eigentlich gar keinen Platz für tatsächliche Zeichnungen oder Motive freihält, weil einfach alles mit Text vollgeklatscht ist. Dieser Film von Michael Gordon aus dem Jahr 1948 ist in der OFDB auch ausschließlich mit diesem Columbia Universal Noir Set von Powerhouse registriert. Eine deutsche Version von diesem Film ist hier tatsächlich gar nicht eingetragen. Aber wir können dann einmal hier auch natürlich auf die anderen Seiten blicken. Für diejenigen, die sich dafür die technischen Details interessieren, auch da gibt es neu produziertes Bonusmaterial und dann im Inneren ein weiteres Motiv, das tatsächlich dieselben gezeichneten Elemente teilweise wie dieses Motiv verwendet, aber noch die Abstände zwischen den Texten erhöht, um das Ganze auf dieses länglichere, fast Longkandina-Format zu bringen, was aber eigentlich dem Motiv wirklich nichts nutzt, weil für mehr Motiv gibt's trotzdem nicht. Dafür ein, wie ich finde, ganz cooles Motiv hier auf der rechten Seite, beziehungsweise dann natürlich auch das gleiche in abgewandelter Form auf der Disc. Und last but not least erwartet uns jetzt dann hier ein Film namens The Lady Gambles, der, warum auch immer bei mir wieder verschwunden ist. Dabei handelt es sich um einen Film mit Barbara Stanwyck in der Hauptrolle, der in der OFDB unter dem Titel Spielfieber eingetragen ist, aus 1949, auch von Michael Gordon. Und das ein Film, den es Premiere in diesem Set tatsächlich auch bei uns gibt. Universal hat den Film im Juni 1951 im Kino gestartet, nicht feiertagsfrei mit FSK 16 Freigabe, aber das ist ein Film, der 2021 auch bei uns im Rahmen einer Daredo-Edition Film Noir auf Blu-ray veröffentlicht wurde und damit quasi der einzige Teil von dieser Edition, den man sich auch bei uns in High Definition anschauen kann. Dazu gibt es allerdings hier nur Trailer beziehungsweise eine Bildgalerie als Bonusmaterial. Hier gibt es allerdings einen Audiokommentar mit einem Filmhistoriker beziehungsweise einen alten Kurzfilm, der mit Stephen McNally, mit einem Schauspieler aus dem Film ist und quasi ein PSA-Film darüber ist, dass man keine Staatsgeheimnisse ausplaudern kann. Auch das ist irgendwie etwas, wieso habe ich nicht mehr Zeit? Wieso hat ein Tag nicht mehr Stunden? Ich muss das alles sehen. Das klingt so wahnsinnig, so durchgeknallt.
dass ich das definitiv lieben würde. Apropos, das ist auch ein sehr nettes, schönes Bild hier für die Auswahl auf der rechten Seite für unterhalb bzw. auf der Disc hier. The Lady Gambles übrigens, ein Release der von der BBFC, die Altersfreigabe ab 12 bekommen hat, während Lady on a Train der einzige ist, der eine U-Freigabe hat, haben alle anderen ein PG-Rating und Lady Gambles ist quasi der böse Film aus dem Set, der dann erst ab 12 ist. Aber definitiv nicht böse war Indicator, als sie dieses Set kuratiert haben, denn natürlich wie von den Noir-Sets gewohnt, bekommen wir auch bei diesem Universal Noir Nummer 2 Release wieder ein wunderschönes, fettes Booklet mit zahlreichen Hintergrundinformationen bzw. Bildern aus dem Film. Man kann das hier mal ganz kurz in die Kamera halten. Es werden ungefähr 120 Seiten sein, die hier mit Bildern und Informationen gefüllt sind. Wir blättern da natürlich auf jeden Fall einmal gerne durch. Wie gewohnt gibt es bei Indicator auf der einen Seite Szenenbilder, teilweise sicherlich auch wieder Setbilder, die sie aus ganz unvorstellbaren Quellen und Gründen besitzen konnten bei dermaßen alten Filmen. Es gibt neue Essays zu den Filmen, es gibt natürlich auch Cast and Crew Angaben, dann die Details beziehungsweise noch Plakatmotive zu den Filmen. Also hier ist definitiv eine Menge an Informationen zu holen, aber selbst wenn wir jetzt noch einmal keine Zeit haben, uns wirklich die Informationen hier durchzulesen, finden wir meiner Meinung nach schon einmal genug optische Anreize, obwohl Indicator immer sehr einfach gestaltet, finde ich alleine eben diese Überschriften, diese Art, wie sie die Titel präsentieren, wie die ganzen Texte und Bilder aufgebaut sind, eben auf der einen Seite sehr zurückhaltend, aber damit natürlich eben gerade auch passend zu den Filmen, die uns ein Label wie Indicator letztendlich präsentiert. Das Ganze ist hier wirklich schick ausgefallen, macht einen tollen Eindruck und ich bin ehrlich gesagt wirklich gespannt, wie viele von diesen Noir-Sets uns noch begegnen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie vorhaben, damit aufzuhören, insbesondere, weil ich glaube, die ganzen Columbia Noir Sets, zumindest die ersten, sind alle bereits ausverkauft. Die Universal Noir Sets hat man jetzt gerade erst im Sale noch bekommen, aber die Frage ist, wie lange es eben dauern wird, bis die insgesamt 6000, ach ja, das ist ja noch dazu ein zweiter Weltkriegsfilm, wo dann die Staatsgeheimnisse ausgeplaudert werden. Holy freaking hell, das macht es gleich noch interessanter. Wie lange es dauert, bis diese 6000 Stück dann auch weg sind. Hier vielleicht für diejenigen, die das interessiert, die technischen Details vom Negativ, vom Fine Grain, vom Dupe, vom Interpositive, was man eben hier hatte für kleinere Master und Details. Ein wirklich interessanter Release. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich irgendwann einmal genügend Zeit habe, um mir auch diese Filme anzuschauen. Ich weiß, dass es immer wieder Leute gibt, die das überhaupt nicht verstehen und nachvollziehen können, wie man sich quasi Filme in die Sammlung holt, wo man jetzt nicht unmittelbar vorhat, sie sich anzuschauen, weil das ist halt für jemanden, der vor allem gerne limitierte Dinge in seine Sammlung aufnimmt, eine Sache mehr so jetzt oder nie. Man muss halt einfach vorausplanen, was man dann mehr oder weniger auch in der Pension noch schauen möchte, in der Hoffnung, dass die Blu-Rays und man selber bis dahin überleben. Aber ich bin zuversichtlich und freue mich drauf, irgendwann einmal, hoppala, auch einige Zeit mit diesen Noir-Filmen von Universal zu verbringen. Das große Land der Kleinigkeiten, das, wo man quasi dazu gezwungen wird, aus Mücken Elefanten zu machen, das, wo offensichtlich i-Tüpfelchenreiter wie schreiende Österreicher auf YouTube ganz dringend ihren Zweitwohnsitz aufbauen sollten. Aber in diesem großen Land der Kleinigkeiten hausen ihr, well, Kinder und kleine Menschen. Dabei sehen wir allerdings, dass diese kleinen Menschen nicht unbedingt auf unseren Bildschirmen zu Hause waren. Immerhin ist der Film, der tatsächlich unter dem Titel Im großen Land der kleinen Leute veröffentlicht wurde, hierzulande zwar interessanterweise im Jahr 2007 im Free TV im ZDF ausgestrahlt worden, sogar mit einer
deutschen Synchronfassung. Dabei gibt es noch in der OFDB die Information, dass die deutsche Fernseh-Erstausstrahlung auf RTL Plus bereits im Juni 1992 erfolgt ist. Logisch, dass da die OFDB-Trackliste verschiedenen Fernsehausstrahlungen des Films nicht unbedingt vollständig sind. Aber The Great Land of Small, oder wie der Film auch von seinen hingebungsvollen Produzenten betitelt wurde, Tales for All Number 5, von dem gibt es bei uns zumindest keine dokumentierte physische Heimkino-Veröffentlichung. In Kanada und dann respektive auch in Amerika hat sich das jetzt allerdings geändert, denn das Label Canadian International Pictures hat für ihren insgesamt 25. Release diesen Film ausgegraben. Dafür auch ein neues Cover-Artwork zeichnen lassen, das meiner Meinung nach hier absolut großartig aussieht und finde ich nämlich diese Robert Summerlin-typische Strichführung beziehungsweise aber auch die einfache Farbgebung schön kombiniert mit trotzdem einem detaillierten, dynamisch wirkenden Bild und einem, das mir persönlich zugegebenermaßen wirklich gut gefällt. Dazu gibt's partiellen Spotlack auf dem Frontcover und dem Spine, beziehungsweise haben wir dann hier auch noch ein durchaus interessant wirkendes Motiv von einer Dame, die ganz offensichtlich mit etwas zu breiten Hüften dem Mond auf der Stirn herumtanzt, sodass sich der denkt, bitte, bitte, kann mir George Méliès nicht wieder eine Rakete in die Birne schießen? Das ist wesentlich angenehmer als das hier. Apropos aus einer Mücke einen Elefanten machen. Wir wechseln dann mal auf das innere Cover. Da bekommen wir dasselbe gezeichnete Motiv noch einmal. Dafür aber eben auf dem Backcover ein paar weitere Informationen. Das Ganze wurde wieder in Quebec von 35mm Originalkameranegativ restauriert und dann auf diese Blu-ray gepackt, wo zumindest hier keine Region-Code-Beschränkung angegeben ist. Wir können dann einmal hier auf das Wendecover wechseln und natürlich, um hier ein bisschen visuelle Abwechslung zu haben, werde ich das auch gleich wenden, weil meiner Meinung nach das alternative Cover-Artwork zu diesem Film ja auch absolut sensationell ist. Es gefällt mir hier noch einmal einen Tick besser als das neu gezeichnete Design für diesen Film. Eine wirklich coole Sache. Außerdem können wir dann natürlich an der Stelle mal einen Blick auf die Disc mit einem Ausschnitt vom neu gezeichneten Artwork beziehungsweise auch auf das beiliegende Booklet werfen, das uns eben wie bei CIP gewohnt ein paar Informationen über den Film, aber natürlich eben auch ein paar Screenshots liefert, in dem Fall interessanterweise zu The Dog Who Stopped the War, einem Schneeballkriegsfilm, der ebenfalls auf Blu-ray erschienen ist und natürlich auch in meine Sammlung wandern musste. Dabei gibt es hier noch ein paar Details zur Restauration des Films. Das ist auf jeden Fall unterm Strich ein durchaus interessant ausgefallener, sehenswerter Release zu einem Film, der wirklich wild und verrückt klingt und hoffentlich am Ende auch wild und verrückt ist und nicht einfach nur fad. Reporter haben viel zu erzählen, vor allem über Schauspieler, die mehr oder weniger in allem mitspielen, was ihnen gerade unter die drehbuchlesenden Augen kommt. Und einem davon dürfte für kurze Zeit Cynthia Rothrock gewesen sein, eine der großen Martial Arts und Action Stars ihrer Zeit, die allerdings bis heute ins Jahr 2024 immer noch bei Filmen wie The Last Kumite mitmacht, beziehungsweise bei anderen Filmen eher in Cameo-Rollen immer wieder mal zu sehen ist, die allerdings zuletzt einen absolut großartigen Film unter dem Titel Righting Wrongs gemacht hat, der in zahlreichen Fassungen in England von 88 Films, in Amerika von Vinegar Syndrome veröffentlicht wurde. Und Righting Wrongs hat quasi ein, sagen wir mal, inoffizielles Sequel, das jetzt nicht unbedingt irgendetwas, auch nur ansatzweise, mit der Handlung des Hauptfilms zu tun hat, der allerdings immer mal wieder gerne als Righting Wrongs 2 betitelt wird, nämlich der Lady Reporter. Und während Righting Wrongs von Vinegar Syndrome noch ein extrem umfangreiches, dickes Schuber-Set hier spendiert bekommen hat als Jubiläumsnummer 400, dauerte es bis zur Nummer 467, bis auch Lady Reporter, das inoffizielle Sequel von Vinegar Syndrome, veröffentlicht wird. Dazwischen
hat sich übrigens, nachdem 88 für uns den ersten Teil unter Anführungszeichen in England veröffentlicht hat, Eureka um einen Release von dem zweiten Teil gekümmert, weswegen ich den dann schon in meiner Sammlung habe. Aber natürlich als weniger Syndrome-Abonnent automatisch auch nicht umhin kam, diese Version in die Sammlung aufzunehmen. Der Film lief damals mit FSK 16 oder 18er Freigabe. Das weiß man nicht, weil je nach Auflage eine unterschiedliche Freigabe aufgedruckt war. Auf Videokassette war damals sogar 30 Sekunden länger als die Ursprungsfassung aus Hongkong. Liegt jetzt hier mit neu gezeichnetem Cover-Artwork von Robert Samelin vor, das meiner Meinung nach irgendwie das Beste aus seinem Stil rausholt. Wir haben zwar diese etwas krude Farbgebung, die er immer wieder ganz gerne hat, aber ich mag das Bild, dass er davon sind, der Rothrock gezeichnet hat. Das macht durchaus was her. Dazu gibt es dann eben auch noch ein paar Bilder von verschiedenen Charakteren aus dem Film hier dann auf dem Backcover, sogar hier bei der Kameralinse noch ein bisschen partiellen Spotlight-Effekt, was meiner Meinung nach relativ cool aussieht. Aber wir können dann einmal einen Blick hier auf das Keepcase werfen. Da gibt es nämlich auf der Rückseite dann ein paar interessante Informationen. Scheinbar hat Vinegar Syndrome das Ganze hier selbst restauriert und nicht wahrscheinlich dasselbe Master übernommen, das das Studio bereitgestellt hat in 2K, das auch Eureka hatte, aber eben selbst noch einmal Hand angelegt. Dabei ist allerdings die amerikanische Blu-ray leider mit einem Regioncode A ausgestattet und damit nicht kompatibel mit herkömmlichen deutschen Blu-ray-Player. Da muss man dann eher auf die britische Eureka-Auflage zurückgreifen. Das Backcover-Motiv vom Schuber ist es dann auch, dass man als alternatives Wendecover bekommt, beziehungsweise eben das Frontcover dann auf der Disc. Da verlässt sich Vinegar Syndrome wirklich 100% auf ihre eigenen neu gemachten Cover-Artworks und bietet keinerlei Originalmotive zu dem Film an. Dafür gibt es bei diesem Film allerdings wieder ein kleines beiliegendes Booklet mit dem ein oder anderen Szenenbild beziehungsweise einer relativ großen Schrift beim Text, damit man offensichtlich die doch gar nicht mal so vielen Seiten noch ein bisschen weiter ausdehnen kann. Aber es ist auf jeden Fall trotzdem immer noch nett. Hier einen Blick hineinzuwerfen und ein paar Bildausschnitte zumindest oder Details über den Film zu sehen beim Durchblättern. Ich finde, dass solche kleinen Booklets und Einlageblätter halt jeden Release ein bisschen aufwerten, auch wenn es sich dabei nur um Kleinigkeiten mit ein paar Seiten handelt. Ja, Lady Reporter ist wieder mal einer der Filme, die ich jetzt nicht unbedingt herbeigesehnt habe als Release von Vinegar Syndrome, weil für uns europäische Sammler natürlich der Release von Eureka aus England, vor allem auch irgendwie optisch ein bisschen schöner ist, aber fassungstechnisch brauchbarer mit dem Regioncode. Aber was will man machen als Abonnent und Komplettist? Kann man es manchmal einfach nicht verhindern, Dinge doppelt zu haben. Home is where the wine is, sagt der eine. Home is where the WLAN is, sagt der andere. Aber für mich ist es ganz eindeutig. Home is where death doesn't live. Das ist, muss man sagen, eine der Hauptkriterien, die ich wahrscheinlich, wenn ich eine Wohnungssuchanfrage aufgeben würde, möglich anmerken möchte. Hey, vielleicht ist da nicht gerade erst jemand unter ganz mysteriösen Gründen ums Leben gekommen. Nein, ich meine damit jetzt natürlich nicht irgendwelche Geister, Dämonen, Teufelsbesessen, Willen, sondern vielleicht mehr Asbest in der Decke oder so irgendwas. Ja, The House Where Death Lives ist eher das, wo ich gerne Charaktere in fiktiven Filmprogrammen hinschicken möchte. So wie beispielsweise in diesem Film aus dem Jahr 1981, gedreht von Regisseur Alan Beatty, der beispielsweise in der OFDB nicht einmal eine Seite als Regisseur hat. Da muss man dann direkt in die IMDb wechseln und findet dort, dass er als Produzent bei 12 Filmen tätig war. Hey, er hat 3 Filme gedreht. Double Talk, Stand Alone und diesen hier, wobei er nur ein Drehbuch geschrieben hat. Und apropos Home is where the wine is, er hat das Drehbuch geschrieben gemeinsam mit Jack Viertel, der neben diesem Film, das kann ich mir jetzt nicht unbedingt ganz vorstellen, als Produzent 2002 noch einmal aufgetreten ist und dann, ach ja, based on an original concept by The Prom im Jahr 2020 gelistet. Ich kann mir
eher nur vorstellen, dass es sich dabei vielleicht ein bisschen eine Verwechslung handelt. Auf jeden Fall ist dieser Film unter dem Titel Haus in Schrecken damals auf Videokassette veröffentlicht worden von Charter Video, hatte eine FSK-Freigabe ab 16 Jahren, beziehungsweise wurde ursprünglich sogar ein 18er-Logo aufgedruckt, allerdings war dieselbe gekürzte Fassung in beiden Versionen enthalten, die laut der Kollegen von Schnittberichte.com und circa 2 Minuten an 7 Stellen geschnitten war. Dabei gab es lustigerweise einen halbminütigen Schnitt in einer Traumsex-Szene, die jetzt also wirklich ganz harmlos war, vor allem bei der Bildqualität bist du deppert, aber natürlich in erster Linie auch Gewaltdarstellungen vermissen hat lassen. Der Film ist allerdings hier hierzulande seit seinem VHS-Debüt absolut verschollen und weder auf DVD noch eben auf Blu-ray irgendwie aufgetaucht. Da muss man schon nach Amerika gehen, wo Vinegar Syndrome hier diesen Release interessanterweise mit einem Robert Samelin-Cover, da hätte ich seinen Stil aber sowas von nicht wiedererkannt, ausgestattet. Dazu kommen wir dann hier auf dem Backcover auch noch zu einem wirklich schön gemachten Motiv. Das gefällt mir wesentlich besser als dieses quietschbunte Comichafte, das er normalerweise macht. Auf jeden Fall ein schick gestalteter Webseiten-exklusiver Schuber mit wirklich toll gemachten Partial Gloss und Spotlight-Effekt, hier vor allem dann auch beim Titelschriftzug. Aber ich mag auch, dass dieser ausgebrochene Teil von dieser Glasscheibe dann hier beim Spotlight noch ausgenommen ist. Aber wir werfen dann einen Blick ins Innere, da bekommen wir nämlich das Originalplakatmotiv von diesem Delusion geboten mit, ich glaube, einem der beschissensten gezeichneten Totenschädel aller Zeiten. Gut, nur übertroffen von der Nacht der rollenden Köpfe. Wobei in dem Fall eigentlich auch schon fast wieder genial ist, dass dieser Totenschädel nur auf den ersten Blick als schlecht gezeichneter Totenschädel ausfällt und wir dann sehen, dass es eigentlich der Spiegel ist, wo sich die davor sitzende Dame drinnen spiegelt mit einem Tisch und verschiedenen Make-up-Sachen drauf, wobei die Falten von dem Tischtuch dann auch noch die Zähne von dem Totenschädel ergeben. Also eigentlich ein wirklich geniales Motiv, muss man sagen. Dabei muss man sagen, dass der Film von Vinegar Syndrome vom Originalkamera negativ in 4K restauriert wurde für diesen Release, dass es sich dabei allerdings wieder um einen Release mit Region Code A handelt und damit einen, der nicht auf handelsüblichen deutschen Spielern abspielbar ist. Wir bekommen ein alternatives Wendecover hier noch einmal geboten mit demselben Motiv, das wir eigentlich grundsätzlich außen auf dem Schuber eben bereits hatten. Das neu gestaltete Motiv von Vinegar Syndrome, das zweite vom Backcover gibt es dann eben auch hier auf der Disc, wobei ich in dem Fall tatsächlich auf jeden Fall das Originalmotiv hier auf der Disc bevorzugen würde, weil mir das optisch hier auf jeden Fall am besten gefällt. Die Geschichte der Hexen ist eine, muss man sagen, wirklich heiße Angelegenheit. Und damit spiele ich nicht einmal nur auf die Hexenverbrennungen an, sondern vor allem auf die vielen beschissenen Filme, die sie über sich ergehen lassen mussten. Aber die goldene Frage ist natürlich, ob der Film Witch Story, hey, Witch Story is it? It's the Witch Story, Witch Story, no, it's a Witch Story, yes, Witch Story. Okay, aus dem Jahr 1989, gedreht übrigens von Alessandro Capone, der bei diesem Film sein Regiedebüt gibt, der allerdings auch als Drehbuchautor im italienischen Film gearbeitet hat und der beispielsweise das Skript für den Ruggero Deodato-Film Body Count geschrieben hat, den wir uns tatsächlich hier im Blu-ray, im Quickie Review auch schon einmal näher angeschaut hat, der auch bei Trauma von Gianni Martucci mit T-R-H-Auma. Da kriege ich ja ein A-N-Eurisma, wenn ich das lesen muss. Sein erstes Drehbuch war übrigens Flotte Bienen auf heißen Maschinen im Jahr 1979 und zwischendurch hat er dann noch Dinge wie Primetime Murder oder 6 Folgen der Serie 2 Supertypen in Miami als Regisseur begleitet. Aber diesen Tanz der Hexen 2 könnte man durchaus auch hierzulande kennen. Immerhin ist der als Nummer 57 unter dem Titel Der Tanz der Hexen 1, was? Von X-Rated in der Eurocult Collection als Mediabook erschienen mit zahlreichen
Cover-Artworks, wobei wahrscheinlich der Tanz der Hexen als Teil 2 hier jetzt auch relativ zu sehen ist, weil eben laut OFDB kein Sequel von irgendeinem Film war. Natürlich auf der alten deutschen Videokassette von IMV, trotz FSK-Freigabe ab 18 Jahren nur geschnitten, wurde dann gleich im Veröffentlichungsjahr 1991 auf den Index für jugendgefährdende Medien gesetzt und erst nach Ablauf der Frist von 25 Jahren im Jahr 2016, genau, wurde er wieder vom Index gestrichen. Dabei haben wir den Film auch schon als große Hardbox von Access auf DVD bekommen, aber auf die Blu-ray mussten wir warten, bis X-Rated zugeschlagen hat. Jetzt gibt es allerdings etwas ganz Besonderes, nämlich Vinegar Syndrome in Amerika hat den Film noch einmal ein kleines Upgrade spendiert und veröffentlicht ihn hier als limitierte 4K UHD Edition. Interessanterweise ist Tanz der Hexen 1 ein Originaltitel für den Film Horror House 2, der allerdings gleichzeitig auch House 5 oder La Casa 5 ist. Nur für diejenigen, denen das bis jetzt noch nicht verwirrend genug war. Wir bekommen aber auf jeden Fall hier natürlich auch klassisch die ungeschnittene Fassung des Films, die in einem Doppelschuber von Vinegar Syndrome steckt, mit einem, finde ich, recht schönen Motiv hier außen auf dem Schuber. Dazu gibt es dann hier noch ein den partiellen Spotlight. Hier haben wir das Witch-Story-Motiv, das wir beispielsweise auch auf der alten deutschen VHS-Kassette gesehen haben, wobei das hier nicht in derselben fotografierten Art offensichtlich vorliegt, wie das damals auf dem Tape war, sondern in einer nachgezeichneten Fassung auf Basis davon. Das ist etwas, das Vinegar Syndrome immer wieder ganz gerne macht, nämlich alte Originalmotive hernehmen, nachzeichnen und damit, wie ich finde, deutlich schönere Motive machen als das ziemlich uninspirierte, was wir damals auf der VHS-Kassette gesehen haben. Aber, man darf nicht vergessen, dass Tanz der Hexen, ich weiß nicht, ob es bei diesem subtilen Titelschriftzug aufgefallen ist, natürlich auch ein bisschen auf das Tanz der Teufel und Evil Dead Franchise anspielen will. Deswegen bekommen wir hier dann auch einfach eine kreischende Deadite-Frau mit weißen Augen und einer schwingenden Kettensäge. Holy freaking hell, dieses Motiv ist so sehr von Evil Dead geklaut, dass es einfach eine Mischung aus dreist und fucking awesome ist. Das ist ein wunderschön gezeichnetes, reißerisches Motiv, das ich tatsächlich für alles, was es ist und darstellt, einfach nur liebe. Dazu gibt es auf dem Backcover noch ein weiteres Motiv, hier in dem Fall auch wieder mit partiellem Spotlight, wo ein bisschen mehr so eine Tarotkartendarstellung von zwei dreinblickenden Damen unten, auch finde ich mit Ausnahme von den etwas seltsam dümmlich dreinschauenden Gesichtern, eigentlich irgendwie ein recht schickes Bild, vor allem auch mit der Atmosphäre von diesem Gegenlicht, mit der schönen Art, wie einfach nur mit der blauen Farbe hier oben trotzdem für Abwechslung gesorgt wird und für ein recht schönes Motiv da. Bin ich dann wirklich, wirklich happy. Wir wechseln ins Innere von diesem Keepcase, bekommen da noch einmal das klassische Außencover vom Schuber und die Informationen zu dem Release. Wir bekommen die 97 Minuten lange Uncut-Fassung von diesem Film in HDR basierend auf einer 4K-Abtastung vom 35mm Kamera negativ. Es gibt auch Bonusmaterial, das von Eugenio Ercolani für den Release neu produziert wurde. Und selbst diejenigen, die nach wie vor auf die Standard Blu-ray angewiesen sind, die bekommen hier zumindest eine Code-Free-Disc, die auch auf heimischen Playern spielt. Das ist natürlich die großartigste Gegenüberstellung von den Front- bzw. Dann gezeichneten Backcover-Motiven vom Schuber, die man nur machen konnte. Das finde ich eine absolut großartige, clevere Idee. Und hier im Inneren gibt es dann eben auch das Backcover vom Außenschuber noch einmal als alternatives Wendecover. Damit macht, finde ich, Vinegar Syndrome eine sehr schöne, abwechslungsreiche optische Aufbereitung bei diesem Set zu einem interessanten Film, auf den ich wirklich sehr, sehr gespannt bin, den ich tatsächlich noch nie gesehen habe, was ich allerdings mit diesem Release definitiv bald einmal nachholen will. You can't touch this. Du, 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 du.
You can touch this. Wobei, das stelle ich mir jetzt gerade eher hinderlich für meine Arbeit vor, als Unboxer, wenn ich this nicht touchen kann. Wobei, wir uns ja natürlich überhaupt noch einmal mit der Frage konfrontieren müssen, ob wir this überhaupt touchen wanten. Denn bei dem Film Touch handelt es sich um eine Produktion aus dem Jahr 1997 von Regisseur Paul Schrader, beziehungsweise ist es aber in dem Fall eine Liebeskomödiendrama, das bei uns unter dem Titel Touch, der Typ mit den magischen Händen gelaufen ist. Ja, wir kennen Paul Schrader natürlich in erster Linie als Drehbuchautor von Dingen wie Taxi Driver oder Wie ein wilder Stier, Light Sleeper, Blue Collar, Schwarzer Engel, The Walker, Dying of Light, holy freaking hell. Aber er hat auch beispielsweise seine Hand angelegt bei einem der nicht ganz so gut gelaufenen Dominion Exorcist Prequels. Aber er hat zwischendurch auch Dinge wie Touch gedreht. Ein Film, der bei uns tatsächlich über VCL auf VHS veröffentlicht wurde mit einer FSK-Freigabe ab 18 Jahren, der über Mava und Cineplus dann auch sein digitales DVD-Debüt gefeiert hat, aber bei uns natürlich bislang noch nicht in High Definition auf Blu-ray ausgewertet wurde. Da müssen wir jetzt eher nach Amerika gehen, wo Touch von dem neuen Vinegar Syndrome, man kann sagen Subpartner Dingsbums Label, weil eben Justin Liberty von Vinegar Syndrome hier persönlich kuratiert und persönlich an den Veröffentlichungen arbeitet. Man hat bei diesem Film eigentlich mehr leichtfüßige, einfache, fröhliche, farbenfrohe Poster und Cover Artworks gesehen, wobei hier, also in Deutschland, in Amerika war es schon ein schwarzer Hintergrund mit einer Hand, die trotzdem irgendwie KI-generiert ausschaut, weil die Finger irgendwie falsch wirken. Mit den Gesichtern drinnen, da hat man hier daraus eine gezeichnete Alternative quasi gemacht, um dieses Frontcover-Artwork hier für den Schuber von Cinematograph aufzubereiten, was meiner Meinung nach aber auch eine durchaus optisch ansprechende Interpretation ist. Es ist aber auch bei diesem Titel wieder eine absolute Herausforderung, diesen Sticker hier oben zu entfernen, mit dem das Backcoverblatt hier angeklebt ist, damit wir eben einen Blick auf das Backcover werfen können. Da geht eben einfach nur dieser klassische Farbstil von dem Frontcover einfach weiter. Das ist ein überraschend irgendwie düster aussehender Teil bei dem mittlerweile vierten Release von Cinematograph, der hier außen angebracht wurde, der das Ganze wirklich kaum als mit Komödie identifizieren lässt. Aber ein schön gemachter, wirklich kantiger, gut abgeschlossener, gut gemachter Schuber mit dem Gesicht im Hintergrund, tue ich mir da keinen Gefallen. Schuber, aber wir werfen dann einen Blick aufs Backcover. Da ist nämlich auf der einen Seite eben interessant, dass Christopher Walken in diesem Film eine der Hauptrollen spielt. Es ist LL Cool J, Gina Gershon, Skeet Ulrich mit dabei, Bridget Fonda, Tom Arnold, Breckin Meyer und freaking Conchata Farrell. Bertha spielt in diesem Film dann auch noch einmal mit. Also das ist eine großartige Starbesetzung, die finde ich alleine schon einmal einen Blick wert ist. Der Film ist neu in 2K vom 35mm Interpositiv restauriert worden, ist hier auf 5000 Stück limitiert und wie man es von Cinematograph gewohnt ist, auch durchnummeriert, wobei es sich im Fall von Touch wieder um eine Region Code A Blu-ray handelt und damit eine, die in unseren heimischen Playern gar nicht mal so leicht abspielbar ist. Wir bekommen auch in dem Fall übrigens wieder einen kleinen Lesefaden, mehr oder weniger, mit dem wir dann das Mediabook aus dem Schuber holen können. Das Ganze ist auch hier wieder einer mit diesem Stoffeinband, der eben lediglich bei den bunten Elementen beim Cinematograph-Logo oben und unten, beziehungsweise beim Titelschriftzug und dann auch hier unten beim Copyright-Hinweis auf MGM mit diesem Rotfoliendruck arbeitet, der ansonsten ausschließlich mit dieser Leinen, also mit dieser Stoffoptik ist und gar kein Design aufweist, was es dem Kamerafokus natürlich total leicht
gemacht, mit diesem Release umzugehen. Wir werfen dann einmal einen Blick ins Innere. Da bekommen wir auf der rechten Seite dann das eben neu exklusiv für Cinematograph, eben wirklich von Justin LaLiberty entworfene Tray mit dem Cinematograph-Logo sowohl auf dem Tray als auch auf der Disc. In dem Fall wieder ein etwas dünnerer Single Disc Edition Blu-ray Only Release, weil es ja bei Cinematograph auch diverse 4K UHD Combo Packs gibt, aber wir werfen dann einmal einen Blick durch das Booklet, das hier übrigens sehr schön auch eingearbeitet und eingebunden ist mit diesen Lesezeichen und Leseteilen, die mir persönlich sehr gut gefallen. Wir bekommen dann hier natürlich ein paar Bilder aus dem Film, ein paar Szenenbilder, Essays, Texte zu dem Film. Der, muss ich jetzt ehrlich gesagt zugeben, je mehr ich davon sehe, je mehr ich vor allem über die Besetzung von dem Film erfahre, desto interessanter wirkt's und desto mehr freue ich mich darüber, dass der Film dann eben von Cinematograph hier veröffentlicht wurde als Blu-ray, wahrscheinlich eh Weltpremiere. Ich meine, es klingt jetzt nicht nach dem Film, wo sich die OFDB-User mehr oder weniger die Tür einrennen, internationale Fassungen einzutragen, weil der Demand so groß ist. Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass der Film jemals bei uns wieder mal eine große Bühne bekommen wird, wobei er das vielleicht alleine durch seinen Cast durchaus bekommen sollte. Aber es wirkt hier interessant. Es ist die Standardaufmachung eben von Cinematograph, die mir persönlich aber wirklich wahnsinnig gut gefällt und die, ich weiß, das ist jetzt verdächtig, aber ganz besonders. Ich weiß, es gibt doch kein Geruchsfernsehen, aber irgendwie riechen diese Mediabooks auch interessant und dieses ganz besonders. Aber ist ein cool gemachter Release, muss man an der Stelle sagen, der außen auf jeden Fall wahrscheinlich deutlich düsterer und derber aussieht, als es der Film dann letzten Endes wirklich ist. Aber ich mag bei Cinematograph eben gerade so diese abwechslungsreiche, bisschen eben zu unberechenbare Filmauswahl. Und damit, apropos unberechenbare Auswahl, da kann man wirklich bei Vinegar Syndrome nichts sagen, weil die bringen teilweise auch wirklich Dinge, mit denen man nicht gerechnet hätte. Weil beispielsweise hätte irgendjemand vermutet, dass wir in der Library von Vinegar Syndrome irgendwann einmal Comicbände haben werden. Vinegar Syndrome hat immer wieder eine Überraschung für uns im Ärmel, denn hätte irgendwann einmal jemand gedacht, dass sie damit beginnen werden, Comics aufzulegen. Da gibt es ein neues Sublabel namens Vinegar Syndrome Press, die in Zusammenarbeit mit Ibon einige klassische Comic-Adaptionen von Kultfilmen in limitierten Sondereditionen veröffentlicht. Begonnen hat das Ganze mit Lucio Fulcis Meisterwerk Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies, und dann kam William Lustigs Meisterwerk Maniac mit Joe Spinell in der Hauptrolle, und dann wurde angekündigt, dass passend zum Release von Maniac auch ein Maniac 2 als Comic-Edition veröffentlicht wird, und wahrscheinlich denken wir jetzt alle einmal das Gleiche. Warte mal, es gibt gar keinen Maniac 2. Und nein, ich weigere mich, Love to Kill, aka The Last Horror Film oder Fanatic, tatsächlich als Maniac 2 anzuerkennen. Aber im Fall von diesem Maniac 2 Roadkill handelt es sich tatsächlich um ein eigentlich offizielleres Sequel als bei Love to Kill, denn die Comic-Autoren Steven Romano und Pat Carbajal haben auf Basis des Originalfilms von William Lustig tatsächlich ein offizielles Sequel mit Frank Zito in der Hauptrolle geschrieben, wobei er als Maniac quasi in die Wüste fährt, um dort jemanden ein Opfer hin zu verfolgen, um dort dann festzustellen, dass er nicht der einzige Maniac ist, der dort sein Unwesen treibt. Das Ganze ist, finde ich, absolut großartig gestaltet. Man merkt bereits eben hier bei der äußeren Aufbereitung, dass wir es hier wirklich mit einer Reihe zu tun haben. Und ich weiß nicht, ob man das irgendwie nachvollziehen kann, wie glücklich, okay, das ist schwer, glücklich mich das macht, wie wundervoll einheitlich hier alleine diese Spines aussehen von diesen drei großartigen Comic-Mammutwerken, von denen wir uns jetzt einmal Maniac 2 etwas näher
anschauen wollen. Auch hier handelt es sich um eine Vierbandgeschichte, die wir jetzt eben hier in einer neuen Edition bekommen. Auf der Banderole gibt es eben die Information, dass es die Original-Creators von Lucio Fulcis Zombie-Comics sind, das wir ja schon haben, beziehungsweise dass die jetzt eben dann hier für das Sequel sorgen. Wir bekommen da ein paar Informationen einmal eben zu den Bänden, die wir da bekommen in diesem Set, beziehungsweise eben auch die Goodies. Interessanterweise, dass diese vierte Ausgabe damals im Originalrun gar nicht veröffentlicht wurde, sondern jetzt nachproduziert wurde für diesen Release. Wir merken, dass wir hier offensichtlich bereits, sagen wir mal, bei der alten Maniac Comic Box nicht unbedingt sich subtil geben wollte, dass man allerdings jetzt hier den Maniac und Joe Spinells Charakter ganz besonders auf 1000 gebracht hat, mit einem Hals, der mich noch am ehesten erinnert an The Ultimate Warrior, beziehungsweise The Ultimate Zocchi, während er damals die Blu-ray von Magnum Thunderbolt ausgepackt hat. Dabei hat man allerdings das Konterfei von Joe Spinell sehr schön mit dem partiellen Spotlack überzogen, dass sich der hier wirklich toll auch von diesem blutbesudelten Untergrund abhebt, wobei interessanterweise die Blutspritzer vom Hintergrund auch über seine Haare auf sämtliche andere Elemente übergehen und man bereits hier merkt, dass das Ganze wirklich einfach beeindruckend gezeichnet ist. Dabei gehen dann diese Bloodsplatter-Effekte auch auf einige andere Teile von dieser Veröffentlichung über. Wir haben es hier mit einer limitierten Ausgabe zu tun, von der nur 1500 Stück produziert wurden. Aktuell ist das Ganze exklusiv im Shop von Vinegar Syndrome noch zu bekommen, aber es ist davon auszugehen, dass das Ganze wahrscheinlich keinen Sale überleben würde und dann irgendwann einmal recht teuer ist, so wie es eben aktuell vor allem die Zombie-Ausgabe bereits ist. Da haben wir ein klassisches Backcover, aber was ich bei diesen Editionen eben so genial finde, ist, dass wir hier wirklich eine liebevolle Interpretation von den Comics haben, die nicht einfach nur in diesen einen Schuber gesteckt wurden, sondern die dann hier noch einen zweiten Schuber bekommen, wo dann eben tatsächlich die vier Kapitel plus einzelnen Bände untergebracht sind. Alles hat man hier quasi dafür getan, um die maximal mögliche Menge an Artwork auf dieses Set zu bringen. Auch hier ein wunderschönes Design, beziehungsweise hier dieses klassische Bild von den großen Horror-Ikonen Christopher Lee, Vincent Price, Peter Cushing, wo sich Krischi Jürs dann für sein Facebook-Profil gerne dazu getan hat. Das sehen wir hier ebenfalls mit klassischen Charakteren von Sid Haig über Keith Richards und Ursula aus Ariel. Okay, aber sieht auf jeden Fall auch hier auf dem Backcover absolut großartig aus. Jetzt wird's dann aber wirklich einmal an der Zeit, den gesamten Inhalt dieser Box nach draußen zu holen und wirklich der Reihe nach durchzugehen. Dabei bekommen wir gleich am Anfang einmal ein paar Goodies in diesem Set. Hier gibt's zum Beispiel ein What the hell? Poster von Maniac vs. the New York Ripper. Ein Ibon Press Release aus dem Jahr 2020. Bitte sagt mir, dass ihr das ebenfalls noch veröffentlichen werdet, weil ganz ehrlich, wenn ich alleine das hier sehe, Paul Naschis Werwolf, Joe Spinell und Donald Duck, dann weiß ich, das ist so verrückt, das muss ich haben. Dazu gibt's hier noch einmal interessant ein weiteres Poster, witzigerweise zu dem ersten Maniac Comic, das jetzt hier beim zweiten Maniac Comic mit dabei ist, offensichtlich als Bindeglied. Gut, vielleicht gibt es ja wirklich dann noch das dritte, dann wird es ja auch wieder passen. Hier bekommen wir dann gleich einmal auf übrigens vier verschiedenen kleinen Schubern die einzelnen Comics. Wer meine Unboxings zu den anderen Ibon Press Editionen kennt, weiß, das wird jetzt ein bisschen länger dauern, weil es natürlich hier nicht nur die Comics gibt, sondern zu jedem Comic auch noch einmal weiteres Bonusmaterial. Hier finde ich schon einmal ein absolut grenzgeniales Bild von Joe Spinell. Auf dem Frontcover bekommen dann hier auf dem Backcover
noch ein bisschen ein klassischeres Motiv zu dieser Ausgabe und können einmal nach draußen holen, was es denn alles zu diesem Release gibt. Hier der klassische Sticker zum Ibon Sleeve. Wir bekommen auch hier wieder ein paar Sammelkarten mit verschiedenen Motiven. Dann gibt es auch hier ein Lesezeichen quasi mit zwei verschiedenen Designs. Ein Faltblatt mit weiteren Informationen, hier einem Vorwort zu den Comics, ein bisschen Making of, ein Interview-Part offensichtlich mit William Lustig. Auch hier schön gezeichnete Designs als Karte. Und dann, last but not least, natürlich der Comicband, der hier interessanterweise mit $23 gepreist ist. Was für so ein Viertel von diesem Comic für die Menge eigentlich relativ viel erscheint. Aber auch hier darf man eben nicht vergessen, wie wundervoll das hier alles gemacht ist und wie großartig das Design ist. Schaut euch nur an, wie dreckig, wie zerstört das Ganze hier aussieht. Dieser Comic erschien übrigens im Jahr 1984 und wäre, glaube ich, aufgrund von der zweiten Seite hierzulande bereits, also in Deutschland bereits beschlagnahmt worden. Dazu gibt es hier noch ein paar weitere holy freaking hell Art-Explosionen und Gore-Explosionen. Ich glaube, damit ist dieser Comic bereits auf der ersten Seite deutlich derber, als das der tatsächliche Film jemals war. Ich glaube, dass wirklich jeder tatsächliche Maniac-Fan sich diese Comics in seine Sammlung holen muss, weil das ist einfach unglaublich, wie wild und reißerisch diese Meisterwerke hier aufbereitet sind. Es ist nämlich auch eigentlich wirklich schön gezeichnet, wenn man in dem Fall davon überhaupt sprechen kann. Ja, kann man. Wirklich toll detailliert gezeichnet mit einem schönen mit einem künstlerischen Pinselstrich. Man merkt halt einfach auch, wie viel Talent hinter diesen Comics steckt. Aber das war jetzt hier ja auch wirklich nur eine absolute Kleinigkeit, denn wir sind ja erst beim ersten Teil gewesen und wechseln gleich einmal zu der nächsten Hülle mit dem zweiten Teil, wo es Joe Spinell auch wieder in einer absolut wilden Pose zu sehen ist. Offensichtlich hat er da ganz kurz einmal am Set von Pans Labyrinth vorbeigeschaut, beziehungsweise gibt es dann hier auch wieder ein schickes Motiv auf dem Backcover, aber wir müssen wieder entdecken, was es hier drinnen alles zu holen gibt. Auch in dem Fall natürlich die klassischen Goodies und Beigaben, die wir in dem Fall bei jeder von diesen Editionen und auch bei jeder von diesen Ausgaben sehen werden, mit den Lesezeichen, den zwei Kunstdrucken, beziehungsweise dann auch dem Ibon Sleeve Ding. Wir haben auch hier wieder unsere exklusive Behind-the-Scenes Editorial in so einem vierseitigen Faltblatt. Auch hier eine weitere Zeichnung als Lithografie oder Fine Art Print, kann man sagen, auf relativ dickem Papier. Und natürlich auch hier wieder dann das Comic-Heft mit einem auf der einen Seite wundervollen Backcover, mit einem auch unglaublich genialen The Hills Have Eyes in the Evil Dead Country Frontcover Artwork. Und es ist wirklich spannend, was jetzt hier wieder auf uns wartet. Dabei geht es unter dem Titel Shotgun Wedding jetzt einmal um den zweiten Teil, der mich auch nicht lang umblättern hat lassen, bevor es hier Grund genug gibt, dieses Video auf YouTube zu demonetarisieren. Holy, holy hell. Das ist wirklich ein absoluter Wahnsinn. Und man darf wirklich nicht vergessen, das ist aus den 80er Jahren scheinbar. Oder wann wurden diese Comics gezeichnet? Das muss man irgendwo, hoffe ich, das noch herausfinden zu können. Weil das ist wirklich eine wilde Mischung aus Sex und Gore, die man sich
selbst heutzutage erst einmal trauen muss, ehrlich gesagt. Es gibt auch in dem Fall hier wieder Informationen zu dem Release. Leider gibt es hier keine Jahreszeit. Außer, dass Steven Romano persönlich sagt, man, I love this issue. Etwas, das ich alleine nach dem Durchblättern übrigens schon absolut nachvollziehen kann. Hier gibt es eben ein paar Skizzen, noch ein bisschen Bonusmaterial, und ein bisschen weiteres Behind the Scenes zu diesem Comic. Das finde ich auch immer wieder absolut großartig, wenn sowas eben beiliegt. Dass man nämlich vor allem sieht, wie sich diese Zeichnungen und diese ja absoluten Kunstwerke, da ist ja jedes einzelne Bild absolut großartig ausgestattet. Hier sehen wir die Nummer 2, ist Copyright 2023. Ist das wirklich ein neu gemachter Comic? Falls da jemand Informationen hat für mich, bitte einfach in die Kommentare schreiben. Wir können jetzt an der Stelle weitermachen mit der dritten Ausgabe, die hier fast schon dezent und subtil aussieht in ihrer eigenen Schubertasche, mit Joe Spinell, in dem Fall eben als The Invisible Man, beziehungsweise als Dark Man, könnte man auch noch sagen, als Dark Maniac. Wir schauen auch hier natürlich einmal auf diese beiliegenden Karten, die es wie bei den anderen Editionen hier dann als Goodies gibt. Klassiker, wie üblich, mit den Lesezeichen, mit den zwei Karten, mit dem Sticker, mit dem vierseitigen Faltblatt, mit Behind-the-Scenes-Informationen, beziehungsweise dann auch hier dem Kunstdruck. Aber wir werfen dann einmal einen Blick auf die Hauptattraktion. Mature Readers Only. Okay, wirklich. Mit, das muss man wirklich dazu sagen, wenn hier ein maskierter Typ quasi mit blutigem Messer und vernarbtem Gesicht dargestellt wird. Aber wir blättern dann einmal durch auch diesen Comic. Ja, der auch schon quasi die Animal Cruelty auf der ersten Seite hochhält. Hier der klassische Kill aus dem Original Maniac, immer noch einer der besten Special Effects, die Tom Savini jemals gemacht hat, mit unglaublichen Gewaltexzessen hier auf den ersten Seiten schon. Ja, das ist, also, Ibon Press und Vinegar Syndrome, fuck, Publishing ist auf jeden Fall ein Comicbuch-Label, das absolut unverzichtbar ist für alle Gore-Hounds und Fans von etwas rabiaterer Gangart, weil, wie gesagt, das, was wir hier sehen in dieser Konzentration, das haben, glaube ich, nicht einmal die derbsten der derben alten Filmklassiker sich getraut, jemals an Gewaltfeuerwerk zu zünden. Ich wiederhole mich hier ein bisschen, aber ich bin wirklich teilweise von Seite zu Seite noch einmal fasziniert und überrascht als jemand, der eigentlich sich denkt, ich habe doch schon so ziemlich alles irgendwie gesehen, aber nein! Nein, habe ich nicht. Das überrascht mich immer wieder, was da eigentlich noch geht. Aber es geht eines noch, nämlich wir haben an dieser Stelle noch einen kompletten weiteren Comic mit dabei, der ja laut der Banderole hier neu gezeichnet wurde und bislang unveröffentlicht wurde, der über ein Jahr lang in Development Hell, könnte man in dem Fall vielleicht fast sagen, verbracht hat. Wobei, gut, bei einem Jahr ist das jetzt doch halb so wild. Aber da werfen wir natürlich auch noch einmal einen Blick drauf. Auch hier begeben wir uns gleich einmal direkt, apropos Hell, in die Hölle mit Feuer, beziehungsweise dem Skalp, logischerweise natürlich, beziehungsweise auch hier Can I Be Frank ist natürlich ein sehr, sehr schönes Wortspiel, aber auch hier die klassischen Goodies, die uns erwarten. Neben dem Sticker sind es dann hier
Karten. Ich muss echt sagen, ich habe am Anfang echt lang überlegt, ob ich diese Comics von Weniger Syndrome auch sammeln möchte oder ob ich das vielleicht doch auslassen darf. Ich bin so froh, dass ich mich in dem Fall richtig entschieden habe und mir bislang diese Teile geholt habe, weil die sind einfach sowas von großartig. Mit nämlich vor all diesen echt liebevoll dazu kuratierten Goodies, beziehungsweise einfach nur den wunderschönen Artworks, die hier auf diesen Comics drauf sind. Wie gesagt, ihr wisst, Spoiler-Alarm ist natürlich gegeben für diejenigen, die nichts von der Handlung sich vorwegnehmen lassen wollen. Ist gut, dass ich das schon beim vierten Band dazu sage. Aber man merkt ja auch, die Comics sind jetzt per se nicht sonderlich lang, beziehungsweise dürften sie jetzt auch nicht so viel Story enthalten. Sonst hätte man wahrscheinlich nicht unbedingt Platz für 10 Seiten an Kampfsequenzen, die darin gibt. Holy freaking hell! Dass Leuten die Augen verabschiedet werden und sie dann noch einmal in ihre Einzelteile zerlegt werden. Ganz ehrlich, dieser vierte Band war bis jetzt in der ersten Hälfte einfach nur ein einziges Gemetzel. Geil. Aber das ist irgendwie auch überraschend, weil, wie gesagt, Maniac war ja doch von William Lustig auch nicht nur auf seine Gewalt, sondern mehr ein bisschen auch auf Atmosphäre konzipiert. Aber das wird hier alles komplett in den Wind geworfen und zu einem Gore-Exzess sondergleichen. Ich liebe es. Ich bin auch wirklich gespannt. Ich müsste mir mal anschauen, wie viele von diesen Ibon Press Releases eigentlich wirklich gibt, damit wir wissen, was wir vielleicht hier in Zukunft von Vinegar Syndrome Press noch erwarten dürfen, beziehungsweise ob sich da gerade noch einige weitere Werke in Arbeit befinden, weil auf jeden Fall gibt es hier einige Film- und Gore-Klassiker, die sich, finde ich, dieses Treatment mehr als nur verdient hätten, nämlich vor allem neben natürlich den anderen Fulci-Zombie-Klassikern, vielleicht in dem Fall auch wirklich Dinge von Joe D'Amato wie Maneater wäre natürlich absolut prädestiniert dafür, in so einer Edition zu erscheinen. Vor allem, weil die Filme dann vielleicht endlich einmal auch mit den Szenen ausgestattet wurden, die damals entweder jeglicher Zensur und jeglichen Produzenten noch zu viel waren, beziehungsweise die man einfach aus budgetären Gründen nicht machen konnte. Das ist eine großartige Geschichte, eine unglaublich sensationelle Edition, die meiner Meinung nach irgendwie absolutes Pflichtprogramm ist für Fans des Originalfilms, für Fans von unpackbar gewalttätigen Comics. Ich freue mich riesig, dass ich das in meiner Sammlung habe und bin sehr, sehr gespannt, was da noch alles auf uns zukommt. Und ja, ich bin eigentlich generell auch gespannt, was sammlungstechnisch dann in der nächsten Zeit auf mich zukommt. Ich weiß, dass ein Paket von Sinestrange auf dem Weg zu mir ist, das ich im Laufe der nächsten Woche bekommen sollte, vielleicht sogar schon zwischen dem Aufnehmen von diesem Sammlungsupdate aus Zeitgründen bereits am passenderweise Tag der Arbeit, beziehungsweise ist irgendwann einmal es auch an der Zeit, die Trash Collection wieder weiter zu befüllen mit den neuesten Releases von CMV. Auch da sollte irgendwann einmal bald was bei mir landen. Freue ich mich auf jeden Fall schon einmal riesig drauf. In der Zwischenzeit freue ich mich natürlich, wenn ich euch hier auf meinem Kanal in Bälde wiedersehe. Es kommen ja in der nächsten Woche auf jeden Fall jeden Tag neue Blu-ray-Checks. Am Donnerstag gibt es eine brandneue Folge Depp und Deppert. Wir sehen uns, sobald es etwas Interessantes zu berichten gibt, auch wieder bei einem neuen Mystery-Unboxing. Ich persönlich bin extrem gespannt, was es da und dann wieder auszupacken und zu entdecken gibt. Diese Woche hoffe ich natürlich, dass ihr ansatzweise was übrig hattet für Importe oder Comics oder seltsame Filme und Filmgeschichten. Ansonsten
Gut, hört sich das jetzt eh niemand. Aber ich finde, es waren einige wahnsinnig spannende Geschichten und Themen und Filme mit dabei. Freue mich darüber, dass ihr mit dabei wart, dass ihr dieses Unboxing mit mir bestritten habt. Würde mich sehr freuen, eben wie gesagt, euch baldestmöglich wiederzusehen, wann auch immer und wo auch immer ihr wollt. Falls ihr meine Arbeit hier auf dem Kanal weiter unterstützen wollt und vielleicht auch am Anfang der Sammlungsupdates ein Shoutout bekommen wollt oder vielleicht sogar einmal im Monat ein Wunschquickie nach eurem freien Gedünken hier auf dem Kanal sehen wollt, dann schaut einfach einmal in die Videobeschreibung zu meiner Patreon-Seite bzw. zu meinen Kanalmitgliedschaften. Das war's auf jeden Fall für diese Woche, für diesen Sonntag. Ich wünsche euch eine wunderschöne nächste Woche. Möge das Wetter nach eurem Gutdünken mitspielen. Bleibt gesund. Danke fürs Zuschauen, egal wann, egal wo. Von mir aus jederzeit gerne wieder. Das war's für heute. Danke und ciao.